So, ich darf jetzt, vielen Dank Ulrike, ich darf jetzt die Teilnehmer unserer Eröffnungsdiskussion auf das Podium bitten und noch kurz die Reihe der Danksagungen fortsetzen, nämlich an die Adresse unserer Medienpartner, die Zeitschrift Internationale Politik, die Zeitschrift der DPAG und Atlantic Community. So, ich darf ganz herzlich vorstellen und begrüßen. Ich fange mal ganz auf der Gegenseite an, bei dem, der mir wahrscheinlich politisch am nächsten ist. Danny Cohn-Bendit, ihn hier vorzustellen, ist wahrscheinlich Eulen nach Athen tragen. Ich will nur hervorheben, dass er wahrscheinlich wirklich die europäischste Persönlichkeit. Hallo? Mikrofon, jetzt ist wieder da. Dass er die europäischste Persönlichkeit ist, die nicht nur die grüne Bewegung hervorgebracht hat, sondern wahrscheinlich im ganzen europäischen Parlament. Von seinen wild bewegten politischen Jugendzeiten im Pariser Mai bis heute als Co-Vorsitzender der Europafraktion. Und deshalb freue ich mich auch, dass er einen anderen Blickwinkel nochmal in diese Debatte bringen wird, nicht aus einer nationalen Perspektive, sondern tatsächlich aus einer europäischen. Herzlich willkommen, Danny. Der nächste in der Runde ist allen auch kein Unbekannter, die sich ein bisschen intensiver für transatlantische Politik interessieren. Ist auch in der Böll-Stiftung beileibe kein Unbekannter, sondern sehr häufig Partner und Gast. Dan Hamilton, er ist Australian Marshall Plan Foundation Professor und Leiter des Center for Transatlantic Relations an der zur Johns Hopkins Universität gehörenden Paul Nitzer School of Advanced International Studies, einem der führenden Thinktanks zu internationaler Politik, nicht nur in den USA, sondern ich kann, glaube ich, sagen, weltweit. Er ist außerdem Geschäftsführer des American Consortium for EU Studies, das von der Europäischen Kommission als EU Center of Excellence ausgezeichnet wurde. Und vor dieser akademischen Laufbahn hat er sehr lange in der amerikanischen Außenpolitik gearbeitet. Er war im US-Außenministerium unter anderem als stellvertretender Staatssekretär für europäische Angelegenheiten zuständig, hat sich dort mit Fragen von NATO und transatlantischer Sicherheit beschäftigt und ist seit vielen Jahren wirklich eine der Brückenfiguren für transatlantische Dialog und Zusammenarbeit. Herzlich willkommen, Dan Hamilton. So, der nächste im Bunde wird Ihnen auch nicht unbekannt sein, Wolfgang Ischinger. Er ist heute Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, an die wir noch nicht ganz heranreichen, was so die Prominenz und den offiziellen Status unserer Konferenz angeht. Aber wir geben uns Mühe, ohne natürlich dieses Vorbild kopieren zu wollen. Das ist ja auch nicht erreichbar. Wir machen es eben anders, auf unsere Weise. Wolfgang Ischinger hat eine lange Karriere im diplomatischen Dienst, war Staatssekretär im Auswärtigen Amt, danach deutscher Botschafter in den USA, und aus dieser Zeit haben wir einen engeren Gesprächskontakt. Ich habe ihn da sehr oft besucht, das war immer sehr informativ und sehr offen. Danach war er Botschafter in London
und wechselte dann zur Münchner Sicherheitskonferenz und gleichzeitig ist er Generalbevollmächtigter für Regierungsbeziehungen der Allianz Versicherungsgesellschaft und Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Deutschland AG. Herzlich willkommen, Herr Ischinger. Und last not least, das ist nicht der polnische Außenminister Sikorski, der ursprünglich im Programm angekündigt war. Er hat uns sehr kurzfristig abgesagt, was ich schwer nachvollziehen kann, ob es irgendeinen wichtigeren Termin gibt als diesen hier. Aber wir haben dafür mehr als einen guten Ersatz gefunden und sind sehr dankbar, dass Stefan de Mistura kurzfristig eingesprungen ist. Er ist Sonderbeauftragter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Afghanistan. Und wenn man seine politische, berufliche Biografie liest, dann fällt einem auf, dass er so gut wie keinen dramatischen internationalen Konflikt in den letzten 20 Jahren versäumt hat, außer vielleicht, wie er eben kurz sagte, Kongo. Dort war er nicht, aber vom Kosovo über Somalia, den Nahen Osten, den Balkan, Nepal, war er in allen Brennpunkten der internationalen Politik für die Vereinten Nationen aktiv. Und bevor er jetzt zum Sonderbeauftragten für Afghanistan ernannt wurde, war er auch für 2 Jahre Sondergesandter des Generalsekretärs für den Irak. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. So, bevor wir in die Bilanz der letzten 10 Jahre einsteigen und uns auch vielleicht stärker der Gegenwart zuwenden, hätte ich doch an alle 4 eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, um noch einmal den Bogen zu unserem Ausgangspunkt zu schlagen. Wie haben Sie damals die Ereignisse vom 11. September erlebt? Wie haben Sie das wahrgenommen? Welche Gedanken und Empfindungen gingen Ihnen damals durch den Kopf? Wenn Sie bitte beginnen wollen. I will speak in English, although as you can see I do understand German and I may add some few words in German. So how did I feel, how did we feel at the time of 9/11? By being in Berlin, I think the proper quote, maybe, if you allow me, although if everything in history is different, you remember when Kennedy said, "Ich bin ein Berliner." Well, I was a young man, and I felt enormously emotional at that time. And what he said, we all felt. Well, I think when 9/11 took place, we were all, "Ich bin ein New Yorker." I felt like, I'm sure so many people did, we were all New Yorkers at that time. We all had gone to New York, either as a holiday or, in my case, my own headquarters, the United Nations, are there. And the way it happened and the fact that it happened so brutally and in those type of symbols made it enormously an impact to us. And I know it did all over the world. That's why 9/11 became also such a motion for all what happened afterwards. If you think about it, the emotion that it produced and the outrage and the surprise and the shock was such that immediately NATO approved what we are still going through in Afghanistan. 1 year after, 1 month after, would have been more difficult, but the emotion was there. And immediately the UN Security Council, everybody unanimously approved the mission to Afghanistan. And everything which took place afterwards was based on this wind of pressure, of emotion, of outrage due to 9/11. Last point, if I may, my own profession has brought me to be an optimist. Otherwise, I would not have left, stayed with the UN 41 years in 18 wars and still be alive, psychologically, physically, and perhaps even politically. But
And therefore, the tendency is to see in every crisis an opportunity. But I must tell you, 9/11, I still am looking for the opportunity. I just see a tragedy and a series of crises that we have been trying to manage from Iraq to Afghanistan. And now is the challenge to try to make this crisis not an opportunity, but at least something that will lead to something better. Mm-hmm. I will stop there. Thank you very much. Herr Ischinger. Ja, für mich... Das an? Für mich war das wie für uns alle ein ganz besonderer Tag. Für mich vielleicht ein noch besonderer Tag, deswegen, weil es mein erster Arbeitstag als neuer deutscher Botschafter in Washington war. Ich war mit meiner Frau zusammen am 10. September nachmittags mit der Lufthansa in Washington angekommen. Es war übrigens der letzte Non-Stop-Flug, den die Lufthansa nach Washington und danach. Diese Linie ist dann eingestellt und nie wieder eröffnet worden. Ich habe natürlich mit den Mitarbeitern, die zum Teil über sehr viel mehr Erfahrung verfügten zu diesem Zeitpunkt als ich, mir die Frage gestellt, was, wenn überhaupt irgendetwas, können wir jetzt als Anregung, als Rat, als Empfehlung, das ist ja die Aufgabe eines Botschafters, einer Botschaft, nach Berlin übermitteln. Und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Gerhard Schröder und Joschka Fischer und alle anderen Beteiligten ohnehin auch am Fernseher saßen und genau dasselbe live mehr oder weniger mitkriegten wie wir, haben wir dann ein kleines Telegramm, wie man in unserer Sprache sagt, also eine kurze Analyse verfasst, die ist auch inzwischen in einem Buch veröffentlicht. Und in dieser Kurzanalyse von wenigen Sätzen haben wir formuliert, das amerikanische Volk, die amerikanische Nation, die amerikanische Regierung wird in dieser Lage von ihren Partnern und Verbündeten nicht bedingungslose, sondern uneingeschränkte Solidarität erwarten. Das war der Satz. Gerhard Schröder, wie immer mutig, ist dann, nachdem er das offenbar gelesen hatte, etwas darüber hinausgegangen und hat gesagt, nicht nur ist das in Ordnung, wenn die das erwarten? Genau das werden wir jetzt auch zusagen. Weil er hat genau diesen Begriff dann wenige Tage später in einer Ansprache hier in Berlin benutzt. Ich erwähne das deswegen, weil in der deutschen Debatte über die letzten 10 Jahre häufig, nach meiner Beobachtung, häufig in Vergessenheit gerät, dass die Zeit zwischen 9/11 und zumindest im Frühsommer 2002 eine außerordentlich erfreuliche Phase der deutsch-amerikanischen Beziehung war. Die Bundesrepublik Deutschland war, nehmen Sie es mir ab, ich habe es als Botschafter am eigenen Leib erlebt, war sehr beliebt im Weißen Haus von George W. Bush. Gerhard Schröder hat, manche in Washington haben darüber gestaunt, die Vertrauensfrage gestellt, um die Entscheidung, deutsche Truppen nach Afghanistan zu entsenden, im Deutschen Bundestag im November 2001 durchzusetzen. Also wir waren in dieser Phase des Herbstes und Spätherbstes in Washington ein beliebter, angesehener Partner. Wir gehörten zu den Ersten, die diese Solidaritätsentscheidung, sage ich jetzt in Gänsefüßchen, trafen und auch bis heute dort geblieben sind, ohne Unterbrechung. Können nicht so furchtbar viele der Partner von sich sagen. Letzter Punkt. Es war schon in ersten Gesprächen, die ich dann zum Teil alleine, zum Teil mit angereisten deutschen Regierungsmitgliedern mit der Bush-Administration führen konnte, schon in ersten Gesprächen Ende September, Anfang Oktober, Laufe des Herbstes 2001 spürbar, dass es neben dem sozusagen fast selbstverständlichen Ziel Afghanistan weiterreichende Überlegungen gab, zumindest in Teilen der amerikanischen Regierung, im Pentagon, in Teilen des Weißen Hauses. Mit anderen Worten, es bahnte sich so eine noch nicht genau definierbare dunkle Wolke des möglichen
also der möglichen Dissonanz schon damals an, noch nicht genau erkennbar, aber diese Gedankengänge sind zumindest für mich schon im Herbst 2001 in Umrissen erkennbar geworden, die dann ab Sommer 2002 zu einem immer stärkeren Zerwürfnis aus den bekannten Gründen geführt haben. Ich stoppe hier. Vielen Dank. Dan, the floor is yours. Ja, Mikrofon? Ja, okay. Ich war auch in Washington, vorhin in Washington, und gerade an dem Tag, Ralf hat erwähnt, ich bin jetzt an der Johns Hopkins Universität, Paul Nitzer School, und war im Januar von der Clinton-Regierung weggegangen, zwar zu Ende, und die Uni hat mich gebeten zu kommen. So, sie haben mich gebeten oder angeboten, in dem Arbeitszimmer von Paul Nitzer selbst zu arbeiten. Und wir haben unser Center aufgebaut, aber gerade in diesen Monaten saß ich einfach in dem Arbeitszimmer von Paul Nitzer. An dem Tag saß ich da und hörte dann diese Nachrichten. Und ich habe nur diesen persönlichen Eindruck, ich schaue herum, sein Arbeitszimmer ist immer noch wie ein Museum der Nachkriegszeit. Er hatte, wenn man Paul Nitzer kennt, er hat eine große Rolle in der Nachkriegszeit gespielt, und es gab unveröffentlichte Manuskripte da, alle seine Orden und alles, und ich dachte, hier sitze ich einfach in der Geschichte mit diesen neuen Nachrichten. Aber meine erste Frage war natürlich, was ist mit meiner Familie? Weil es war aber ein normaler Arbeitstag, ja? Kinder in der Schule, Frau in der Arbeit. Niemand wusste, ob das etwas weiterkommt. Nicht? Das war die große Unsicherheit. Da waren Flüge, New York, dann hörten wir über Pennsylvania. Es war ein Direktziel Congress von diesem Flug. Und niemand wusste, vielleicht geht es weiter. Und ich glaube, für den ganz normalen Mensch, das war die Frage. Und in Washington an sich, natürlich die Nachrichten, wie organisiert man den Tag jetzt? Wie kommt man raus? Alle müssen sofort nach Hause, und ein Chaos ein bisschen ausgebrochen. So, ich glaube, es ist wichtig auch zu schildern, was für den normalen Mensch das bedeutet hat. Nicht nur für die Betroffenen, furchtbar. Aber es war so ein Schockerlebnis. Man musste damit fertig werden. Es hat natürlich sehr lange gedauert. Ich glaube, diese uneingeschränkte Solidarität wurde sehr begrüßt, natürlich. Aber eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, Wolfgang, ich glaube, diese Idee, diese uneingeschränkte Solidarität in den Ausruf von dem Artikel 5 des NATO-Bündnisses war nicht so sehr der amerikanische Wunsch. Das kam eigentlich von den Europäern. Die wollten den ausrufen, und die Bush-Regierung war ein bisschen zurückhaltend, weil das war das erste Mal, dass wir sowas gemacht hätten. Und ich glaube, die zögerten sich ein bisschen. Aber ich glaube, am Ende nachher wurde das begrüßt. Und ein Effekt nochmal für den normalen Menschen in Washington, was diese Entscheidung hatte, ist in den folgenden Wochen, Monaten, als ich aus meinem Haus kam, manchmal guckte ich in die Luft, und da war ein AWACS-Flugzeug, geführt wahrscheinlich von deutschen Piloten, über Washington. Ja? Und das war interessant, plötzlich sowas zu sehen in unserem Land, weil wir haben immer gedacht, die Atlantik und Pazifik schützen uns von solchen Fragen. Und das war so ein Bruch, nicht mit der Realität, mit dem Mindset, was man hatte, wie die Welt aussieht. Das war sehr schwer und hat eigentlich dann zu ziemlich extremen Folgen geführt. Aber man muss sich einfach in die Lage versetzen, die Mentalität des Landes geschützt einfach zu werden, überhaupt. Diese Idee, dass man nicht mehr so, dass man verwundbar ist, auch zu Hause, war wirklich ein Schockerlebnis. Es hat auch heute noch, glaube ich, große Auswirkungen. Thanks a lot. Danny? Ja, wie soll es anders sein? Ich war in Brüssel. Und als ich die ersten Bilder gesehen habe, wir haben große Büros, da gibt es auch Fernseher. Und da ist mir was eingefallen, was eigentlich
mit der Sache zu tun hat und eine sehr persönliche Sache. Also kurz gesagt, ich bin 1945 geboren und ich bin gezeugt worden an der ersten biologischen Möglichkeit nach der Landung der Alliierten, also der Amerikaner, in der Normandie. Und da kam mir der Gedanke, jetzt ist die Zeit des Zurückzahlens oder jetzt sind wir dran oder im Grunde genommen ist wir schon mal falsch, jetzt bin ich dran. Also in dieser Situation jetzt im Grunde genommen eine Solidarität zu erweisen. Die großen diplomatischen Sätze sind mir nicht durch den Kopf geschossen, sondern einfach diese historische Moment, diese historische Parallele, die uns ja diese transatlantische Beziehung eigentlich definiert. Und danach kam ziemlich schnell eine Enttäuschung, dass uns nicht eingefallen ist, das richtig zu artikulieren. Ich sage ja nicht, ich will jetzt nicht, ob im Nachhinein Afghanistan richtig oder falsch war oder so. Das wäre klugscheißerisch, jetzt 10 Jahre danach zu argumentieren. Sondern was mich einfach verunsichert hat in den Tagen, ist das Vieh, dass man manchmal in der Minderheit war, mit diesem Gefühl der Solidarität. Und ich bin einverstanden mit den New Yorkern. Es war nicht mit den Amerika, sondern mit den Menschen, sondern da kamen all diese Gedanken, ja, die sind selbst schuld. Ja, der amerikanische Imperialismus ist selbst schuld. Und da sah man die Bilder im Grunde genommen in der arabischen Welt. Man hörte von realen oder imaginierten Demonstrationen der Solidarität mit denen, die das Attentat gemacht hat. Und ein Gefühl der Ohnmacht. Und im Grunde genommen ist diese Ohnmacht, diese Überwindung der Ohnmacht in die Situation erst 10 Jahre später überwunden worden durch den arabischen Frühling. Denn da wurde die Antwort gegeben, auch gegen den islamischen Totalitarismus von der arabischen Welt selber. Und im Grunde genommen ist das, was da passiert ist, im Grunde genommen für mich die Antwort auf dem, was 10 Jahre vorher passiert ist. Vielen Dank. Das war schon der Bogen zur Gegenwart und damit zur nächsten Runde unserer Diskussion. Ich würde gerne von Ihnen noch mal genauer hören, was Ihre Bilanz dieser 10 Jahre War on Terror ist. Daniel hat ja zu Recht gesagt, es geht jetzt nicht darum, im Nachhinein schlauer zu sein und diejenigen, die damals Entscheidungen getroffen haben, aus unserer heutigen Einsicht heraus zu verdammen, aber eben doch Schlussfolgerungen zu ziehen, Lehren zu ziehen aus den Erfahrungen in diesen 10 Jahren. Und da drängt sich doch die Frage auf, ob dieser ganze Ansatz des War on Terror nicht schon von Anfang an ein verfehlter gewesen ist und was mögliche Alternativen hätten sein können. Und darüber hinaus, wenn man diese 2 großen Kriege und die vielen kleinen, die es seitdem gegeben hat, sagen mit bilanziert, wie hat sich sagen die Welt in diesen 10 Jahren ausgehend von diesem Schock und der massiven Gegenreaktion der USA und des Westens verändert. Who would like to start? Bitte sehr. I think this is a crucial question. Like in private lives, rewriting history is very difficult. Let's be frank. It's easy to look at the mistakes, and they are mistakes. Like in private life. Exactly. And we have sufficient years to qualify for that. And so I would not say what we could have done differently, although there are 2 or 3 things that, frankly, could have been done better. The first one is
You see, I'm in Afghanistan now, so I'm influenced by that. And we are in the middle of a very dangerous, delicate moment. And one of the issues which is coming up at the moment, which I'm confronting myself, and as you know, we are also having some German support on that, is whether or not to talk to the Taliban. Okay. And the issue about the Taliban was, at that time, whether or not they were identified with the Al-Qaeda. And Al-Qaeda means Bin Laden, and Bin Laden means 9/11. Well, one of the issues that we are looking at the moment at is the perhaps the true story of those days. And at that time, probably, the Taliban were very annoyed with Bin Laden, because they had given hospitality to a person who had obviously helped them financially at the time when they were isolated, for reasons that we concur. They were doing terrible things. But at the same time, they gave hospitality to Bin Laden. And at the beginning, I want to believe, and it was a report coming out on the New York University, that they did not know what Bin Laden had done. And he denied it at the beginning. Okay? If he did deny it and then admitted it publicly, and that's when they refused to give him away, because probably the request was to consign him to the U.S. And they were, the Taliban were less keen to do so at that time, whereas the U.S. rightly was very angry for what had happened and wanted him to be consigned to them. Outcome, bottom line, should we have gone into Afghanistan simply to punish Bin Laden? And where we are today, difficult to say. By now we are already there and we have to do a good job and not abandon the Afghans again. But should we at that time forget for a moment Afghanistan and suddenly turn to Iraq of all places? And ending up by diverting so much resources, energy, which we could have concentrated on Afghanistan once it was decided to enter there and do what was done in Iraq. And the results have been very painful, as you know. Iraq is a better country today without Saddam Hussein. I met him twice. I can tell you it was not a person to meet, even once. And many who met him did not survive, especially if they disagreed with him. And but was it really needed for the sake of the war anti-terror? Now that we know there were no atomic chemical weapons, and now that we know that in fact he hated Al-Qaeda as much as anyone else because he felt Al-Qaeda was a competitor and a threat and was obvious. And that's why Al-Qaeda was not present. But we then abandoned Afghanistan, and here we are now trying to catch up the last 2 years. Conclusion? Difficult to rewrite history, but certainly there are things on insight we could have done better in order to fight terrorism. And one certainly would have been to face much more concretely the crisis in Palestine, Israel. Because that's been one of the winds that have been supporting so many of the rhetorics of Bin Laden in order to justify and trying to get so many terrorists working for him. Without that, he would have been, like he became at the end, a man lonely inside a huge villa with his three wives, 12 children, a lot of Pepsi Cola, which is not exactly what he should have done, as you know, and not in a cave with the Taliban. And they resent that. Vielleicht möchte ich an dem Gedanken weiter spinnen. Der Fehler war, ich glaube, du hast es ja in deiner Einleitung gesagt, der Fehler ist der Begriff Krieg gegen den Terror. Den Terror führt man Krieg, also wenn man Terror sagt, dann ist es einfach, entweder bekämpft man ihn polizeilich, das heißt man schnappt die Terroristen, oder man führt einen Krieg gegen ein Land, was auch immer. Ja, und
Ich glaube, dass im Grunde genommen, es gab, wenn ich mich erinnere, in der New York Times, ein paar Tage nach dem 9/11 einen Artikel, warum hassen die uns alle so? Ja, und das war, glaube ich, der richtige Ansatz zu denken, was ist in der Welt los? Ja? Wie ist es möglich, dass ich, das habe ich ja vorhin erfahren, eine Welt identifiziert mit diesen Terroristen? Das muss, ist ja Ausdruck irgendwie einer Fehlentwicklung, die wir wahrnehmen müssen oder die wir wahrnehmen müssen. Und in dem Krieg gegen den Terror wurde das ausgeblendet. Ja? Eigentlich wurde gesagt, alle sind überzeugt von der Richtigkeit dieses Krieges, also let's go, let's do und es wird schon gut gehen. Ja? Die New York Times wurde massiv kritisiert. Und, für so eine ja, und die New York Times, exactly, wurde dann, es gab eine große Debatte. Ich glaube, dass wir diese Frage uns oder diese Frage, wir den Mumm nicht hatten, die durchzudeklinieren. Das bedeutet nicht für mich, dass man hätte nicht eine militärische NATO-Aktion machen sollen, zu versuchen, Bin Laden zu schnappen. Von mir aus, und ich finde die ganzen Debatten nachvollziehbar, 10 Jahre später hätte man ihn erschießen dürfen oder nicht. Diese ganzen Schlaumeier, sage ich, denkt euch mal, die Amerikaner hätten ihn geschnappt und hätten einen Prozess gemacht. Wo? In New York. Ja, das heißt, 2 Jahre lang hätten sie sich ausgesetzt irgendwelchen Entführungen und so weiter. Und wir hatten gesagt, bravo, das ist der Rechtsstaat, macht so weiter. Ja, das ginge nicht, also hätten sie es in Guantanamo machen sollen. Ja, da hätten wir gesagt, das ist ja wirklich ein Rechtsstaat und so weiter. Also, ich finde, das ist nicht die Ebene der Debatte. Ja, die Amerikaner haben unter den schlechtesten Lösungen die schlechteste -1 genommen, ja, in dieser Situation. Aber im Krieg gegen den Terror hat die Bush-Administration und haben alle, meiner Meinung nach, alle, nicht nur die politisch Handelnden, wir auch, die Nerven verloren. Wir haben die Nerven verloren, um nicht im Grunde genommen beschreiben zu können, in welcher Situation man sich befindet und was ist, wie muss die Welt jetzt sich verändern, damit im Grunde genommen diese Fehlentwicklung, diese Massensolidarisierung nicht passiert. Und dann bin ich völlig einverstanden mit dem Sprung, den Sie gemacht haben, zu Palästina-Israel. Natürlich kann man sagen, dass die ganzen terroristischen Staaten, die Diktaturen samt Bin Laden diesen Konflikt instrumentalisiert haben und instrumentalisieren. Nur ist auch wahr, dass man es instrumentalisieren kann. Und ich glaube, dass bis heute in der amerikanischen Politik, bis heute dieser Widerspruch zu finden ist zwischen einer im Grunde genommen faszinierenden Rede von Obama zum arabischen Revolution, die wirklich eine ungeheuerliche Öffnung der Perspektive, denn Obama hat gesagt, was auch immer jetzt geschieht, brechen wir mit einer Tradition. Realpolitik kann nicht mehr bedeuten, dass wir nur die Diktaturen unterstützen. Das ist die Essenz dieser Rede. Natürlich wird man sagen, guckt mal Syrien, Saudi-Arabien, Bahrain, also wird nur halb so heiß gekocht, gegessen wie gekocht. Mag sein, aber das war die politische Eröffnung. Er macht eine zweite Öffnung in dem von Israel in den Grenzen von 67 spricht. Und dann war ich Zeuge der Rede von Netanyahu im Kongress. Und das war, also wenn man nett ist, sagt man, das war ein Kindergarten. Netanyahu hätte die Sportseite, dritte Seite der Sportseite vorlesen können und sagen, die Dallas wird Basketballmeister werden und die werden aufgestanden und werden gejubelt, ja, und was auch immer. Nur was dahinter steckt, ist diese Unfähigkeit des Kongressen, die repräsentieren nun mal das amerikanische Volk, im Grunde genommen sich die Frage zu stellen, wie wir anders diese Welt und die amerikanische Politik anders in einer Situation jetzt handeln muss, die im Grunde genommen die Ressentiments in der Welt mit immer reproduzieren. Und da glaube ich, dass mit dem arabischen Frühling heute,
mit dem arabischen Frühling, wenn man 9-11 im Kopf hat, muss man sagen, es kann nicht sein, dass ob Deutschland, ob die Vereinigten Staaten, ob Europa weiterhin bedingungslose Solidarität mit der israelischen Politik weitermachen. Es gibt keine Perspektive dann für die Palästinenser. Man soll bedingungslos für Israel sein. Aber bedingungslos für Israel sein heißt bedingungslos nicht mehr für diese Politik sein. Und deswegen stelle ich an allen Diplomaten die Frage. Ich höre überall, die deutsche Politik ist jetzt, man muss die Palästinenser davon überzeugen, im September zur Generalversammlung gehen und die Anerkennung des palästinensischen Staates zu fordern. Mazel Tov. Okay, was bietet man ihnen an? Man muss weiter verhandeln. Dann braucht man nur mit Abbas zu sprechen und mit den Verhandlern. Wir haben alles verhandelt. Es gibt keinen Zentimeter. Und deswegen sage ich, heute ist eine Antwort auf 9-11, und da haben die israelischen Wissenschaftler, die Erklärung vor 3 Wochen abgegeben, recht. Es ist Zeit, diesen palästinensischen Staat offiziell anzuerkennen und damit die Terroristen zu isolieren und ein Bündnis zu schaffen mit den arabischen Frühling. Wenn wir das kapiert haben, dann werden uns die Fehler, die wir nach 9-11 mit Krieg gegen Terror gemacht haben, nicht mehr wieder, da werden wir diese Fehler ausbügeln können. Then from an American perspective, what went wrong since 9-11? And could you follow Danny's argument starting with 9-11 and ending with the Israeli and Palestinian conflict as the core issue? Ich kann nicht eigentlich, aber vielleicht am Anfang zu sagen, ein bisschen nur Erklärung, Nebennotiz mit diesem Begriff Kampf oder Krieg gegen den Terror, ist nur eine kleine Erklärung. Amerikanische Präsidenten haben in den letzten Jahrzehnten immer diesen Begriff benutzt, um das ganze Land mobilisieren zu können. Präsident Johnson hat gegen den Krieg, gegen den Armut geredet, Jimmy Carter Krieg in der Energiekrise, ja. Und the moral equivalent of war, hat er gesagt, nicht? Das ist immer so. Es war in Zeiten des Kalten Krieges, wo wir jeden Tag mit diesem Wort umgegangen sind. Und ich weiß, in Deutschland, dieses Wort hat eine gewisse Wirkung. Aber man muss einfach aus der innenpolitischen Lage ein bisschen verstehen, wie man mit diesem Begriff umgeht. Trotzdem, natürlich ist das schwer zu verstehen im Ausland und für manche im Inland. Und auch natürlich die Idee, einen Krieg gegen eine Taktik zu führen, ist etwas schwierig, überhaupt inhaltlich. Aber das war damals. Ich glaube, diese uneingeschränkte Solidarität war wichtig am Anfang, gerade für Afghanistan. Was man sah, ist, dass aber innerhalb der Bush-Regierung einige, die von der Vater-Bush-Regierung dabei waren, beim ersten persischen Golfkrieg, immer noch dachten, die sind nicht weit genug gegangen damals und mussten, had to finish the job. Ja? Und die haben dann mit dem Präsidentensohn dann die Oberhand gewonnen intern und hat diese Terrorismusbegriff für Afghanistan mit dem Irak zusammengebracht. Und ich glaube, man muss ein bisschen in diesem Schockerlebnis der Amerikaner kommen und diese Atmosphäre, dass auch die Gegner von Irak, von der Irak-Politik und so, es war denen sehr, sehr schwierig, gegen diese Idee zu stimmen, weil die Stimmung im Lande einfach so war. Man ist dann irgendwie schwach gegen den Terroristen und so. Und das, man könnte argumentieren, vielleicht es fehlte dann, gerade bei den Demokraten, diese Courage zu sagen, nein, nicht mit uns. Aber viele in der Mainstream Democratic Party haben zugestimmt. Und das war einfach halt die Stimmung. Auch mit dieser Idee, mit der Argumentation über Massenvernichtungswaffen. Ich meine,
Die haben gesagt, und es war plausibel damals. Wir wussten wirklich nicht, glaube ich. So, ich versuche das nicht zu entschuldigen. Ich sage nur, wie die Stimmung war und wie das ist. Aber was Bin Laden angeht, ich meine, er war natürlich aus Saudi-Arabien. Und die Leute, die mit diesen Flugzeugen in die World Trade Center geflogen sind, und waren hauptsächlich, die Führer waren hauptsächlich aus Ägypten und Saudi-Arabien. Und es ging nicht hauptsächlich um Israel oder Palästina. Es ging um ihre Länder, wo sie Diktatoren hatten. Und diese Leute und viele, die in der Opposition waren in Ägypten und Saudi-Arabien, mussten fliehen und waren nicht im Lande. Viele kamen nach Deutschland zu studieren, zum Beispiel. Ich glaube, das ist, wie man sagt, das Resultat der arabischen Frühling. War es eher dieses Thema. Wir haben jahrelang gesagt, wir fördern die Demokratie in der Welt, aber haben einen großen Strich gemacht, einen großen Kreis gemacht um den Nahen Osten und sagen, aber nicht hier. Ja, anderswo ist okay, aber nicht hier, weil wir andere Prioritäten haben, Stabilität, Öl und so weiter. Und wir haben, das war, ich möchte sagen, ein Teil von der Bush-Agenda, was ich nicht so schlecht fand, zu sagen, this bargain is over. Ja, das hat er eigentlich gesagt, nicht Obama. Nur er hat das Irak-Thema mit dieser Freedom Agenda zusammengeführt in so einer Weise, dass es nicht mehr glaubwürdig war für die meisten, gerade nicht hier. Und das hat eigentlich auch diese Freedom Agenda zurückgesetzt als Priorität in der Politik. Obama hat es wieder aufgegriffen, rhetorisch wenigstens. Wenn es hart auf hart kommt, ist, wie Danny sagte, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es geht eher darum, wie wir diesen arabischen Frühling unterstützen, ob wir bereit sind, Menschen, die in Gefahr der Vernichtung sind, manchmal, wie in Libyen, ob wir den Mut haben zu sagen, wir helfen diesen Menschen, auch militärisch, wenn nötig, oder nicht. Ich glaube, das ist eine Frage. Und wenn wir jetzt Syrien anschauen, Tausende von Menschen sind in Gefahr oder haben ihr Leben schon verloren. Was machen wir? Ja, es ist eine schwierige Lage hier. Es geht darum, und nicht nur über das eine andere Thema. Man muss das wirklich im größeren Kontext sehen. Und ich glaube, hier komme ich einfach zu einem Punkt, wenigstens vielleicht, um das zu provozieren ein bisschen. 9/11 hat uns wirklich eher auseinandergebracht als zusammengeführt. Es ist einfach so. Ich glaube, diese Zäsur in den USA war viel, viel größer als anderswo und auch als in Europa. Auch trotz der eingeschränkten Solidarität, das Gefühl, das Schockerlebnis war einfach nicht hier zu spüren. Man hat es gefühlt, aber es war wirklich nicht so ein Schock, wie es hat wirklich die ganze amerikanische Außenpolitik auf den Kopf gestellt. Und ich sage, ich rede immer von den 2 9/11s. Ja, weil auf dem europäischen Kalender 9/11, ja, ist der 9.11. Und der 9.11. in 2001 war immer noch wichtig für Europa, die Auswirkungen von dieser Zeit. Gerade hier. Und ich glaube, die Europäer waren immer noch sehr beschäftigt mit diesem 9/11. Das war ein 9/11 der Hoffnung. Die Möglichkeit, dass Europa wirklich sich vereinen konnte, die Möglichkeit eines neuen Europas, das war eine große Beschäftigung. Natürlich in Deutschland hatte viel mit Zusammenführung der Deutschen zu tun, aber man war sehr beschäftigt mit diesem Thema. Plötzlich kommt noch etwas, Ulrike hat das auch gesagt, plötzlich kommt noch ein Schockerlebnis. Man kann das Richtige sagen und vielleicht auch beitragen, aber das Gefühl war nicht hier. Und ich glaube, ein 9/11 der Hoffnung und ein 9/11 des Schreckens haben uns etwas auseinandergebracht. Und ich glaube, wir leiden immer noch eigentlich aus diesen verschiedenen Perspektiven, was unsere Beziehungen angeht. Vielen Dank. Herr Schiller. Ja, ich würde eigentlich fast allem zustimmen, was hier gesagt worden ist. Natürlich hat 9/11 in der Folge aus Gründen, die jetzt genannt worden sind,
eine Krise des Westens, wenn es den Westen gibt, hervorgerufen. Nicht nur wurde ein falscher Krieg, ein unnötiger Krieg geführt, der von der Hauptsache ablenkte, das ist alles gesagt worden. Ich glaube, dass dieses Ereignis 9/11 zu einem Zeitpunkt passierte, in dem zumindest bei unserem amerikanischen Verbündeten eine erhebliche Überschätzung der eigenen Möglichkeiten, insbesondere der eigenen militärischen Möglichkeiten, sehr populär war. Kurz vor 9/11 hatte ein amerikanischer Intellektueller, mit dem ich häufig diskutieren konnte, Charles Krauthammer, vom Unipolar Moment gesprochen. Also sozusagen der Augenblick, wo jetzt alles von Amerika gemacht werden kann, was man machen will. Man kann die Welt verändern, weil man so mächtig ist, mit, vor allen Dingen mit der militärischen Macht. Ich glaube, von dieser erheblichen Überschätzung der militärischen Möglichkeiten ist man inzwischen auch in Washington wieder abgekommen. Ich denke, das war ein falscher Weg, eine Überschätzung. Zweitens, ich glaube, die Krise des Westens, die da entstanden ist, die hängt zumindest mittelbar auch damit zusammen, dass der Westen im Kern, also der Westen gedacht als das Erbe der Aufklärung, der Werte der Aufklärung, dass der Westen eigentlich im Kern für etwas ist und nicht gegen. In der Folge von 9/11 war der Westen aber plötzlich geneigt, gegen etwas anzutreten. Man definierte Feinde, also nicht nur die Axis of Evil, sondern man bekämpfte etwas, statt dass man sagte, wir haben die besseren Werte, wir sind überlegen. Drittens und letztens würde ich gerne folgenden Punkt machen. Ich glaube, 9/11, also sozusagen zu Beginn dieser ersten Dekade des neuen Jahrhunderts oder Jahrtausends, war auch ein Anzeichen, eine Demonstration des enormen Wandels. Was Neues für Amerika, man wird plötzlich bedroht, aber in vieler anderer Hinsicht auch was Neues. Ein Zeichen dafür, dass die Welt sich ganz schnell dreht. Und sie dreht sich seit 9/11 nicht weniger schnell. Die Veränderungen sind rapide. Ich würde dazu gerne folgende These aufstellen, und hoffentlich widerspricht dann jemand hier auch energisch. Ich glaube, die USA sind von ihrer Gründungsidee her als eine Nicht-Status-Quo-Macht definiert worden. Sie haben sich selbst immer als Status-Quo-verändernde Macht betrachtet und auch die demokratiefordernden Elemente der letzten Jahre, der Bush-Administration, aber auch in manchen Reden von Obama kann man das sehen. Amerika ist immer noch ein Land, das mit dem Status quo der Welt nicht zufrieden ist, ihn gerne überwinden möchte. Und insoweit glaube ich persönlich, dass die USA trotz aller Budgetschwierigkeiten und Irrungen in Guantanamo und in Irak mit der sich schnell drehenden Welt mittelfristig ganz gut fertig werden. Bei uns habe ich den Eindruck, dass die alte Bundesrepublik Deutschland, obwohl in ihrer Verfassung sozusagen die Überwindung des Status quo vorgezeichnet war, also man wollte die Überwindung der Teilung, trotzdem waren die Deutschen nie so richtig happy mit einem revolutionären Ansatz. Man war schon in der alten Bundesrepublik eigentlich der Meinung, das steht im Grundgesetz, aber wer kümmert sich denn da schon drum? Dann kam das plötzlich mit der Wiedervereinigung. Und seither, und insbesondere seit 9/11, habe ich den Eindruck, ist Deutschland geradezu obsessed. Wie sagt man auf Deutsch? Also besessen von dem Gedanken des Glücklichseins mit dem Status quo. Man möchte nichts mehr wissen von nötigen oder auf uns zukommenden Veränderungen. Und darin sehe ich ehrlich gesagt auch eine Folge, eine Spätfolge der ursprünglichen Solidarität nach 9/11, die dann in dieses miserable Zerwürfnis führte,
die Entfremdung, die du gerade beschrieben hast. Und ich sehe manches, was wir heute beklagen in der Europapolitik, in der Libyenpolitik, sehe ich als einen Ausfluss einer Neigung hier in Deutschland oder hier in Berlin, lieber nichts mehr wissen zu wollen von der sich immer schneller drehenden Welt. Am liebsten hätte man so, dass sich nichts mehr ändert. Das ist mein Eindruck. Das ist möglicherweise die Psychologie einer alternden Gesellschaft. Ralf? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich natürlich von der demografischen Dynamik im Rest der Welt, von der ökonomischen Dynamik ganz zu schweigen. Ja, ich möchte zwei Dinge zur Diskussion, weil das ist immer wieder das gleiche Argument. Es geht nicht um Palästina. Es stimmt. Nicht nur. Nein. Du hast gesagt. Nein, ich sage, das ist, weißt du, man hat eine Agenda der Freiheit. Es gab zwei Probleme, mit denen wir konfrontiert waren in der Agenda der Freiheit. Mit Freiheit verbinden wir auch freie Wahlen. Ja? Das ist aber ganz wichtig. Und in zwei Augenblicken hat die freie Welt nach freien Wahlen gezittert. Das war die unterbrochenen Wahlen in Algerien, weil das Blöde war, dass eine freie Wahl falsch lief. Kann passieren, kann man sagen. Und das Zweite war in Palästina. Da hat man auch dann plötzlich gesagt, nee, dieses Ergebnis erkennen wir nicht an. Und damit haben wir ein Zeichen gesagt, dass wir sagen, freie Welt, freie Wahlen, aber unter den Bedingungen, die wir für richtig halten. Und das Problem finden wir in dieser Auseinandersetzung heute. Das heißt, natürlich geht es um Saudi-Arabien. Das ist völlig wahr. Natürlich geht es um diese Macht, um Syrien und so weiter. Aber der Fundamentalismus kann sich dieser Argumentation bedienen. Die suchen sich das aus. Und das hat eine wahnsinnige Sprengkraft. Und jetzt deswegen sage ich, diese Sprengkraft müssen wir irgendwie lösen, wenn wir wollen, dass der arabische Frühling sich auch nicht dessen bedient, um die Schwierigkeiten, die sie haben werden, weil es so einfach ist es nicht, ein Land von der Unfreiheit in die Freiheit zu führen, wenn man nicht Westdeutschland hat, das Ostdeutschland bezahlen kann. Ja, das gibt es alles dort nicht. Also wird man sich solcher Probleme bedienen können, wenn wir nicht aufpassen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, da bin ich einverstanden mit dieser Bundesrepublik oder mit diesem Deutschland. Dieses Deutschland im Grunde genommen will, in Frankreich hat man einen Begriff, sie wollen die Butter verfressen und die Butter verkaufen. Aber das geht nicht. Entweder frisst man sie oder verkauft man sie. Und die Deutschen wollen die wollen Europa mit all dem, was dann für Deutschland gut ist. Aber wenn es darum geht, ja, dafür einzustehen, gehen sie wieder zurück. Deutschland hat sich in bestimmten Dingen gegen vielleicht die Meinung der Bevölkerung, das war der Kosovo, wo der Status quo nicht aufrecht, und das war schwierig, nicht nur in unserer Partei, Ralf, ja, das war vorher die Trägheit auch bei Bosnien, und merkwürdigerweise haben wir das Gegenbeispiel jetzt mit Libyen. Und ich finde, da sollte man die Lehren aus 9/11, Libyen, und das finde ich immer unglaublich, dass ein deutscher Außenminister, welcher Partei auch immer, vergleichen kann, Libyen mit Irak, ist entweder hat er 10 Jahre verschlafen, das kann ja sein, ja, aber das ist sein Problem dann, aber da gibt es ein Volk, was sich befreien will. Ein Volk, was sich befreit. Das ist ein Unterschied. Es gibt eine Stadt, Benghazi, die frei ist und jeder ist dort, kann es sehen. Und in dieser Situation, was bedeutet es, den zu unterstützen? Und da sagen die Franzosen, wahrscheinlich haben die Franzosen wie immer Unrecht, sagen die Franzosen, das erinnert uns als wir uns befreien wollten. Und deswegen finden sie es richtig, dass man ein Volk, was sich befreit, unterstützt, weil sie sich an die Tage erinnern, wo sie sich befreien wollten und auch unterstützt wurden. Und in Deutschland hat man sich nicht befreit, also sieht man nicht ein, warum man ein Volk unterstützen will, das sich befreit, weil man nicht weiß, was das Befreiung ist. Und ich finde, das ist ein Problem des Status quo in Deutschland, das heißt, mit Verantwortung zu übernehmen für die Freiheit.
Und solange Deutschland dies nicht kapiert, wird Europa ein Problem haben, weil das ein Europa der unterschiedlichen Freiheitsgeschwindigkeit ist. Ich hab noch mal zwei präzise Nachfragen, die sich auf die Frage beziehen, ob wir die richtigen Lehren und Schlussfolgerungen ziehen. Dadi Cohn-Bendit war es, glaube ich, da vorhin zitiert hat, dass jetzt der Westen angesichts des arabischen politischen Frühlings ein selbstkritisches Moment der Erkenntnis hatte, dass man Stabilität nicht auf Kosten von Menschenrechten sichern kann. Und ich frage, ist man nicht gerade in Afghanistan dabei, genau das wieder zu tun? Stability on the expense of human rights and basic democratic achievements. First of all, I didn't plan to stimulate such a debate about Palestine in Israel, but I think it is helpful to raise the issue that one of the secrets in life is to take away the wind which is producing the emotions among so many young people and be able to manipulate them to become a suicide bomber. So in that sense, it's a crucial point. The other day we had in Herat four suicide bombers, young people, one of them a woman. Where do they find them? How can they motivate them? Mm-hmm. So in that sense, I'm sorry to have raised a subject that indirectly should not be about 9/11 in Afghanistan, but I do agree with Daniel, it is an issue that we cannot ignore. Now back to human rights. I'm very concerned at this critical moment that since we are talking about 10 years after, we are reaching a feeling of, I've seen it in other moments, of fatigue. Mm-hmm. And the proof is, again, I don't want to agree all the time with Daniel, because he looks a little bit, UN with a revolutionary. But in fact, I tend to agree with him. The issue is, I was in the UN feeling ashamed on behalf of the international community when we had Srebrenica, Vukovar, and Rwanda. I've been going to a dentist for years because at night I grind my teeth, because from Mogadishu in 93 I went to Rwanda, to Goma, when in fact the terrible consequences of the Rwanda tragedy went on further on those who were affected by cholera, but were actually the ones who had been producing, as you remember, the tragedy. And why did we not get involved? Why did the international community say no? Because there was fatigue. 92, 93 is when President Clinton discovered that Somalia, 9, you remember, Black Hawk Down, enough, genug. And suddenly when the genocide took place in Rwanda, we said no. And nobody got involved, including the UN. Although we were trying to move, but it was not enough. So we cannot forget that. And we should not forget that. That's why I don't want to enter into German internal politics. But I felt terribly motivated when I was in New York at the time of the adoption of the UN Security Council resolution regarding Libya. Because I remember Rwanda, and I remember how many years we deeply felt, although we had no power, regretting that we had, for that time, saying enough. We have already given enough. Is enough now? We have no appetite for an international involvement. And in a certain point, if we go back to Afghanistan, we're getting to that point now. We're getting, after 10 years, a feeling enough. We have given $120 billion the U.S. is investing every year on the military side in Afghanistan, where they cannot afford their own medical system, which would cost probably $90 billion. So, and every country, including Germany, I was there when General Kneipp was wounded, is suffering from Afghanistan and the long involvement. And the tendency and the instinct would probably be, you know what, thank you very much, given.
Well, that is where we need to show that we believe in principles and not only in fatigue or enthusiasm, excitement or wish to win or to lose. And in Afghanistan is the time to stick around, not militarily, but with something else, so that the human rights, the women rights, the last year I had to fight for about 7 days, 8 days, in order to get women elected in the Afghan parliament automatically, in other words, guaranteed 68 seats. Not fight with the Taliban, trust me. Fight with someone else who was actually hesitating about why having them. And fighting even longer in order to make sure that if those women who would be elected and were elected, actually 69, one of them on their own, fighting and winning against two men, normally after a period would be forced to give up on their job as a parliamentarian for strange reasons. And suddenly who would replace them? A very bearded, big man. Very strange, isn't it? Okay, so in order to push for that, I had to push for a law that would actually impose that if a woman gives up on her job in the parliament, she would be replaced by a woman. And that took much longer than actually agreeing on how the election should take place. Bottom line, we are getting very close to what is called officially transition in Afghanistan. In other words, the end of a long end of a long game. And 2014 will be most likely the moment when everybody will say, it's over now to you, Afghanistan, to defend your own internal issues. But our commitment now cannot be stopping on the civilian side. Otherwise, for the second, and this would be the third time, we would have created tensions, sometimes trying to solve a problem and then abandon them into wars. I was there when Najibullah was not left. That was after the period of the Soviet period, and when suddenly the Mujahideen came. Terrible chaos. And the world said, we are too busy somewhere else. Second time, when the Taliban were thrown out. And there again, we were too busy in Iraq. And look what happened afterwards. Taliban were there for 10 years. This time, we can and we should change our move from military into civilian, but we should not abandon the human rights aspect. Otherwise, I, again, like many of you, would start feeling, did we really waste love? People, I lost 7 the other day, and many of our colleagues, and many soldiers, and many civilians. Conclusion, this is the time, I hope, for us to say 10 years after, we are still maintaining principles. That's why I think it's right to go to Benghazi. And that's a personal opinion, because you're an official, I should not express opinions. But frankly, I do believe it. When Mr. Gaddafi says, I'm going to kill everyone inside Benghazi if I get there, how can I, after Rwanda, on my side, say, okay, we wait for another Rwanda? Thank you very much. We appreciate diplomats with opinions and with principles. Yeah. Any more comments on Afghanistan? But try to disagree with me. No, I disagree on. No, I don't disagree, but I want to make one point clear. You know, if we say we go, don't forget the human rights. We say we have to negotiate with Taliban, not the Taliban, because nobody knows what are the Taliban. Everybody can pick one and say, this is my Taliban, you know? Okay. So you will negotiate with some Taliban. No, we know that on the problem of human rights, you know, even with Karzai, you will have some problem to find a common ground, you know? So when you say, don't forget the common, the human rights, the difficulty is to make a definition of a minimum of rights that you say, even
if you have this or that, this is the minimum. Of course, it won't be the beautiful ride that you have in Germany, because Germany is the most beautiful country for everybody except for some refugees, but it doesn't matter. You get it, you know? But this is, I think, the difficult point. The difficult point is to have now a realistic definition of human rights that can be the blueprint for 2014, for saying, now the job is not done, but we are not going away simply and leaving Afghanistan like it was at the beginning. This is the main difficulty. Dann. That's okay. Okay, you're fine with that. Okay, dann wollte ich gerne. Okay, ja, Herr Schinger. Ich wollte, wenn ich darf, ja, bitte. Nur noch eine Anmerkung zu dem Palästina-Thema machen. Denn, we are obsessed with that. Nein, ich bin überhaupt nicht besessen. Das ist nicht falsch, also, von diesem Problem besessen zu sein. Das einzige Problem, was ich mit Ihren Punkten habe, ist, wir sitzen ja hier unter anderem auch mit der Frage, was hat diese letzte Dekade nicht zuletzt für das transatlantische Verhältnis für den Westen gebracht. Also das Problem, das ich sehe als sozusagen als Handwerker der Außenpolitik, ist, wenn wir dieses Thema in den Mittelpunkt stellen und nicht viele andere daneben stellen, dann machen wir den transatlantischen Akkord, eine Einigung, ganz, ganz schwer. Denn Sie werden mir nicht widersprechen, für die amerikanische Regierung ist es, selbst wenn es in Washington einige geben wird, die Ihnen privat sagen würden, eigentlich hast du recht, aber für die amerikanische Regierung ist es aus vielen Gründen nicht möglich, diesen Weg mitzugehen, nach meiner Analyse. Also graben wir da den Graben noch ein bisschen tiefer. Wie sollen wir denn diese transatlantische Kluft dann wieder kleiner kriegen? Ich finde, das ist eine Frage, die man in dem Zusammenhang auch stellen muss. Also, lass uns mal jetzt nicht zu lange bei Israel-Palästina bleiben. Ich habe noch eine zweite Frage, die an diese erste mit Afghanistan anschließt. Es ist ja schon mehrfach angeklungen, dass die Bush-Administration auf eine perverse Weise tatsächlich aus 9/11 die Konsequenz gezogen hat, dass man die Demokratisierung und ökonomische Modernisierung in der arabischen Welt forcieren muss, dass man die vorantreiben muss. Und das war dann in einer Vorstellung von einem Art völlig größenwahnsinnigen politischen Engineering. Man könnte über eine militärische Intervention im Irak sagen, ein Modell schaffen, an dem sich dann der Rest der arabischen Welt sagen, orientiert. Das ist gründlich schiefgegangen. Aber dabei, das ist so mein Eindruck, ist eigentlich die ganze Demokratisierungsagenda auch diskreditiert worden. Und der Westen hat da sehr stark zurückgesteckt, was sagen, Demokratie und Menschenrechte als Leitlinie unserer Außenpolitik angeht. Und dann kam, fast aus heiterem Himmel, völlig unerwartet, der arabische Frühling und setzte die Demokratiefrage wieder auf die Tagesordnung. Also was ist unsere Antwort jetzt? Wie können wir die realen Demokratiebewegungen in der arabischen Welt und in den islamischen Ländern unterstützen? Was ist jetzt zu tun? Who wants to jump in? Well, das wollte ich auch sagen. Das habe ich schon erwähnt. Ich meine, man hat gesehen, wie die Freedom Agenda ein bisschen zur Seite gestellt wurde, weil Bush das mit Irak zusammengeführt hat. Und man hat gesehen, auch in den ersten Jahren der Obama-Administration, wie sie wirklich zurückgehalten haben von diesem Thema. Auch in den ersten Phasen der Krise in Libyen. Genau. Und wenn wir ehrlich sind, Samantha Power in dem NSC hat einfach die Männer überrollt. Richtig. Und einfach gesagt, man muss hier was tun, nicht? Ja. Gates war dagegen, die Berater waren alle dagegen eigentlich, und sie hat einfach da
gewonnen in der internen Debatte. Andere auch. Aber ich sagte, es zeigt aber innerhalb der Demokratischen Partei auch diese Verzögerung. Die wollten auch nicht mit der Bush-Agenda definiert werden. Und nur in der letzten Instanz waren sie dann bereit. Aber seitdem, glaube ich, Obama hat dann in Öffentlichkeit auch wieder quasi diese Freedom-Agenda wieder belebt und sagt, die Verantwortung liegt bei uns, etwas zu tun. Jetzt geht es aber um sehr praktische Sachen. Ich glaube, das war Tenor von Ralfs Frage. Was machen wir eigentlich? Und hier haben wir wieder eine sehr schwierige Sache. Wie sagte es, Syrien. Okay, die beschießen auch das eigene Volk. Haben wir ein Responsibility to protect, auch in diesem Fall? Und wenn ja, wer? Und wer macht das jetzt? Und was bedeutet das eigentlich? Bedeutet das eigentlich einzugreifen? Es sind einfach eine Reihe von schwierigen Fragen, die unbeantwortet sind, weil die so schwierig sind, glaube ich. Bahrain ist auch ein Thema, wo diese, wie sagte, das the old bargain doesn't hold anymore, sagen wir, aber in mancher Weise vielleicht it does hold. Und das sind die schwierigsten Fragen, ich glaube, der Außenpolitik jetzt. Wie kann man diesen Wandel in die richtige Weg bringen, ohne dass es zu einer Überstürzung bringt? Aber ich glaube, wir müssen uns befassen, wenn wir wieder von dem 9.11. und so weiter, diese Ereignisse in diesem Teil der Welt, arabischer Frühling, sind so transformativ, möglicherweise, wie die Überwindung der Teilung Europas. Und wir müssen mit denselben Perspektiven diese Ereignisse begegnen als zu der Zeit, als manche zu der Zeit es begegnet haben, strategisch zu denken. Was bedeutet den offenen Mittelmeer mit offenen Gesellschaften für Europa in Zukunft? Was wird das eigentlich bedeuten? Für alle Ideen, alle Prämisse der europäischen Politik, diese Barcelona-Prozess, Union of the Mediterranean von Sarkozy, diese Prämisse sind alle jetzt weg. Die sind nicht mehr irgendwie relevant. Und was kommt? Und nochmal, die Amerikaner können helfen, aber wir sind nicht in erster Linie da. Nicht? Das ist sagen hauptsächlich, wo die Europäer ein bisschen leiten müssen. Wir werden beitragen. Aber Sie sehen auch bei der Frage, dass diese Regierung wirklich nur dort beitragen will, wo man gewisse Kapazitäten hat, was die Europäer nicht haben. Gerade im Krieg. Nicht? Aber wenn wir nicht vom Krieg sprechen, aber von Demokratie, was sind die Erwartungen der Europäer an die Amerikaner? Gibt es Aspekte, wo wir helfen können, außer natürlich Palästinenser, wo wir wirklich dabei sein können? Es geht nicht nur um Geld. Ich glaube, alle reden von dem Marshall-Plan für diese Region. Ja, und ich glaube, es geht nicht darum. Ich muss sagen, wir haben gerade eine Tagung in Sarajevo gemacht. Ich komme gerade aus Sarajevo, wo alle auch dort immer noch nach dem Marshall-Plan sehnen. Und ich sage, ich war auch Beauftragte der Amerikaner, der USA für die Region, ja, in der Clinton-Regierung. Ich musste auch damals, und ich glaube, es ist auch noch relevant heute, auch jetzt für den Süden. Eine kleine Geschichte zum Marshall-Plan. Die USA haben zwischen 1945 und 1948 15 Milliarden Dollar in Europa investiert, nach dem Krieg. Ja, in den ersten 3 Jahren nach dem Krieg. Menge Geld. Und der Hoffnung, Europa würde wieder sich auf die Beine stellen. Vergebens. Ja? Wow. 1948 war Europa immer noch sehr am Boden. Es hat nicht funktioniert. Es hat nichts gewirkt. Das Geld zerfloss, ohne große Auswirkungen. Es war nur in diesem Jahr, dass George Marshall dann sagte zu den Europäern, wir sind noch dabei, wir helfen euch, aber ihr müsst uns sagen, wie man mit dem Geld umgeht. Ja? Ihr müsst einen Plan haben. Und eigentlich der Plan in dem Marshall-Plan war sehr wichtig, weil die Europäer müssten selber zusammenkommen und sagen, was sie damit machen wollten. Sie müssten nach einem tragischen Krieg diese Sachen überwinden und sagen, wie sie zusammenarbeiten. Und letztendlich, der Marshall-Plan war nur 13 Milliarden
Dollar. Auch sehr viel derzeit, aber weniger Geld als in den 3 Jahren davor. Und niemand erinnert sich an diese 15 Milliarden und alle denken an den 13. Und ich glaube, es zeigt nur ein bisschen, wir müssen immer noch regional denken. Wir müssen in dieser strategischen Perspektive denken. Ich sehe wenig davon, wenn ich ehrlich bin, jetzt im Moment, dass wir so weit es wagen, über diese transformativen Ereignisse in diesem Teil der Welt denken. Wolfgang Gischer. Also wenn man versucht, und mir ist schon klar, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen soll, aber wenn man versucht, mal aus den Umbrüchen in Mittel- und Osteuropa Lehren zu ziehen für das, was wir jetzt vor uns haben, dann ist für mich jedenfalls eins klar, eine der großen Errungenschaften der Umbrüche bei unseren osteuropäischen Nachbarn war, dass die stolz sein konnten, darauf das selber hingekriegt zu haben. Der Stolz der Ungarn, der Polen, dass sie diesen Weg in die Freiheit sich sozusagen selber erreicht haben. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass wir Acht geben müssen, dass die Ägypter stolz sein können, dass sie sich ihre Zukunft schaffen. Dito, die Tunesier und die anderen auch. Bitte deswegen keine Versuche des zu sehr Hineinregierens und Manipulierens und Strippenziehens. Was können und was sollten wir tun? Ich denke, es wäre vorzüglich, wenn man sich aufraffen könnte zu einem großen Plan. Das müsste im Jahre 2011, 2012 nicht mehr unbedingt dasselbe Strickmuster wie der Marshallplan sein, aber es ist ja von einigen klugen Leuten schon mehrfach gesagt worden, warum können wir nicht ein paar der Handelshemmnisse, die für die Staaten der Region im Bereich des Handels, der Einfuhr von allen möglichen Agrargütern und so weiter in die Europäische Union, warum kann man ihnen da nicht sozusagen einen Boost verpassen? Das ist mehr wert im Zweifel als manche Sonntagsreden. Und da gibt es eine lange Liste von Dingen, die man tun kann, die man anbieten kann, bis hin zu Stipendien. Ich habe den Eindruck, es wird von vielen klugen Leuten dazu vieles gesagt, leider viel zu wenig getan. Und wenn was getan wird, kommt es mit unendlich langer Verspätung. Eigentlich müsste das alles jetzt angeboten werden. Vom Handel bis zu den Hochschulstipendien und zu nicht wahr, zu der Unterstützung derjenigen, die politische Parteien formieren wollen und so weiter und so weiter. Das ist eine lange Liste, die auf der Hand liegt. Wir kommen, fürchte ich, mal wieder ein kleines bisschen zu spät, mit zu wenig und verpassen den Zug hoffentlich trotzdem nicht. Dani? Nee, ich glaube, man kann das Beispiel in einem aufgreifen. Es finden zum Beispiel in Tunesien finden im Oktober jetzt Wahlen. Jetzt könnte man doch sagen, pass mal auf, die Europäische Union ist bereit, 20 Milliarden zur Verfügung zu stellen und jetzt macht im Wahlkampf eine Debatte, wozu? Ihr sollt jetzt diese Debatte führen, Europa wirbt 20 Milliarden zum Wiederaufbau, aber wie und was, das soll ein Moment der Auseinandersetzung des Wahlkampfs sein. Was schlagen die Anada, also die Fundamentalisten, was schlagen die Laizisten, was schlagen die vor, wie und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit, sie in die Verantwortung zu ziehen, aber wenn wir hingehen, sagen wir, Frau Ashton sagt, wir haben was für euch, 500.000 Euro, nee, 1,2 Milliarden Euro, ich bin jetzt, aber das ist nichts. Das heißt, man muss, ich finde, das Zweite, und das ist jetzt vor der Wahl, wir müssen, und das kann man diskutieren, ich habe mit verschiedenen Vertretern der Parteien gerade vorgestern geredet, man muss eine Gleichbedingung zwischen die finanziellen Möglichkeiten der Fundamentalisten, die zum Beispiel Geld kriegen, heute aus Katar und so weiter, für die Wahl. Wie schafft man Gleichberechtigung mit den anderen Parteien? Ja, das kann man, meiner Meinung nach, hätte man einen klugen Botschafter der EU dort, Entschuldigung, ja, dann hätte man schon da Vorschläge machen können, weil die blicken ja durch, ja, wie auch auf dem Land. So eine Parteiorganisation, denn die Wahl wird nicht in Tunis entschieden, sondern die wird im tiefen Land entschieden. Das sind alles Dinge, die man machen kann. Nur, das Problem ist, dass die Bedeutung dieses arabischen Frühlings in den Köpfen
der Regierung noch nicht angekommen sind. Die feilschen um 500.000 Euro, die sehen nicht, dass hier eine demokratische Sprengkraft ist, die für uns längerfristig unglaublich wichtig und positiv sich entwickeln kann. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, aber wir haben ein Problem. Und dann komme ich zu Ihrer Rede vorhin, Sie haben völlig recht, dann die Deutschen sagen, ah, wir haben so viel Problem und jetzt kommt noch Griechenland dazu und jetzt kommst du uns noch mit Tunesien und Ägypten und so weiter. Das ist alles viel zu viel für uns. Wir übernehmen uns als Europäer. Das ist der eine Punkt. Ich möchte nur zu der Freiheitsagenda der Amerikaner. Zum Bush. Man muss die Sache beim Namen nennen. Bush war ein Bolschewik. Bush hat eine bolschewistische Politik gemacht. Die heißt ganz einfach, die Analyse war, die Welt ist nicht in Ordnung. Das sagen die Bolschewiki auch, ja. Man muss die Welt ändern. Die Amerikaner haben gesagt, wir haben einen Plan und ein Beispiel. Das heißt Amerika. Die Bolschewiken haben gesagt, es ist Sozialismus. Und dann zum Dritten hat Bush gesagt, ich habe Mao Zedong gelehrt, die Freiheit kommt mit den Waffen. Ich habe die Waffen. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Die Gewehrläufen habe ich, das ist richtig. Die haben uns übernommen. Wir verhindern die Welt, wir marschieren in den Irak. Und ich kann mich erinnern, ich habe einen Monat vor dem Irak-Anfang mit Pearl, einer der großen Neokonservativen dank der Böll-Stiftung, eine Diskussion gehabt in Washington. Und da hat er mir, ohne mit der Wimpern zu zucken, gesagt, aber Danny, wir werden in Bagdad einmarschieren und da werden Millionen Leuten uns sagen, endlich seid ihr da, endlich seid ihr da. Ja? Und er hat fest daran geglaubt, wie die Bolschewikis geglaubt haben, dass sie mit ihrer Strategie die Welt befreien werden. Und in beiden Fällen ist es gescheitert. So, die Lehren daraus ist nicht die Freiheitsagenda. Jetzt beiseite zu schieben, sondern die Lehre daraus ist, wie können wir den Menschen helfen, die sich befreien wollen. Und dann komme ich zu Syrien. Du hast völlig recht. Es ist für mich ein Albtraum. Weil natürlich hat man eine Responsibility to protect. Ja? Und natürlich, und auf der anderen Seite wissen wir, die Chinesen haben ihre Hand drüber und die Russen haben ihre Hand drüber. Wir kommen international in Gewässern, die nicht mehr meistern können. Aber warum hat Europa, ich spreche nicht von Amerika, verstehe ich nichts davon, angenommen, ja? Ich spreche von Europa. Warum haben wir bei dem ersten Mal, wo wir Sanktionen zu Syrien, haben wir Assad rausgelassen? Er wurde nicht auf die Liste, dessen Konten gesperrt werden. Wir haben also das nicht beim Namen. Warum? Weil wir gedacht haben, mit Assad werden wir die Lösung finden. Und das ist in Syrien heute nicht möglich. Und dann kommt der Punkt. Was ist für Europa das Wichtige für Syrien? Das ist die Türkei. Wenn wir nicht unsere Perspektive zur Türkei verändern, strategisch, dann werden wir nie in so eine Situation, wie sie in dieser Region stattfindet, überhaupt einen Einfluss haben. Nun, wenn wir aber ideologisch nicht für die Türkei sind, weil die Muslime sind, Frau Merkel, Herr Sarkozy und unsere Bevölkerung das nicht verstehen wird, wenn wir also strategisch nicht verstehen, was unser Interesse ist, mit der Türkei zusammen hier eine Lösung zu finden, und interessanterweise, die Türkei jammert nicht, wenn 10.000 Flüchtlinge, morgen wird es 20.000, übermorgen wird es 40.000, übermorgen wird es 60.000. Die haben nicht geweint, die haben nicht Mama geschrien, nichts, sie haben nicht gesagt, Sarkozy übernimmt. Aber wir brauchen die Türkei, um in dieser Region einfach zu sagen, jetzt ist Schluss und sie haben keine Unterstützung mehr, Herr Assad. Und wenn Erdogan das mit den Europäern sagt, das hat einen Einfluss auch in dieser Region. Nur man muss strategisch denken und aufhören, ideologisch zu denken. Mr. Divistura. I will be quite short because I tend to agree with many of the points I've heard, in fact. Again, I look at it from the Afghan perspective because I live there these days. The Taliban, the hardliners, Bin Laden, were devastated by the Arab Spring. They didn't exist. No one mentioned them. No one mentioned him.
There was not a single American flag being burned. There was not one moment of a little poster, Bin Laden, we are following your line, and here we are. Nothing. They were just spontaneous young people looking like all of you, and we are a little bit too old, and that applies to Daniel too now, and to actually say, we are looking for a job, we are looking for a future, we are just looking for something normal. And that, to me, reminds me something that we read on history, and we didn't live through, but when you read through history, 1848 in Europe was very similar. Suddenly, people started revolting against their own empire, kings, whatever. And it was bloody, and it was unsuccessful, and it was painful. But look where we are afterwards. Now, that's why we need to not abandon them. And the bottom line is, I know it is tiring. I know it's expensive. But look at the investment that we could do. And when we're looking at 10 years history on 9/11, we will look at 9/11 as a tragedy. A tragedy which has been then, there's been a lot of reactions to that tragedy. But it was a tragic moment of history. On this, we are going to look at it as an historical turning point, just around an area where we had given up on looking at the people. We were just looking at dictators and thinking we have to do something with them because, you know, we have no alternative. Bottom line, we need courage and we need not to abandon them. Vielen Dank. Eine kleine Bemerkung zu Syrien und der Blockade im Sicherheitsrat, wenn man sich fragt, warum China und Russland die Hand über das Regime halten, dann ja gar nicht in erster Linie, weil sie so enge Alliierte von Assad sind, sondern weil sie sich vorbehalten, Aufstände im eigenen Land bewaffnet niederzuschlagen. Nicht? Und weil sie dieses Prinzip der nationalen Souveränität als allerhöchstes Prinzip stellen. Warum haben Sie gesagt, go zu Libyen? Da kannst du es so nicht erklären. Ja, ich glaube, die diplomatische Enthaltung ist für Libyen von denen gewesen, let's do it. Da war der Druck wahrscheinlich aus der Situation heraus so groß, dass sie diesen Schritt zur Enthaltung gegangen sind. Die Arabische Liga hat sich dahinter gestellt, was ganz entscheidend war, was in Syrien nicht der Fall ist. Worauf ich raus will, ist, dass es da nicht nur um machtpolitische Kalküle geht, sondern tatsächlich um eine ganz fundamentalen Auseinandersetzung über das Völkerrecht. Ja, und dass wir natürlich nach wie vor Mächte in der Welt haben, die Responsibility to protect keineswegs als ein verbindliches Prinzip akzeptieren und das Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten aus eigenem Interesse, das war das Argument, aus eigenem Interesse nach wie vor priorisieren. Aber die Europa erkennt es auch nicht an, die Verantwortung zu schützen, wenn es um die Flüchtlinge geht im Mittelmeer. Da sind wir in Abwesenheit. Ja, das muss man auch sagen. Das heißt, es gibt schon immer eine Instrumentalisierung des Begriffs, so je nach Bedürftigkeit, wie wir es entscheiden. Ja, und das ist ja das Beunruhigende. So, Dan? Kann ich nur, weil Herr de Mistura hat was Wichtiges gesagt, aber dass 9/11 eine Tragödie gesehen wird in Zukunft und im arabischen Frühling etwas viel größer. Aber ich muss einfach sagen, wir werden sehen. Ich glaube, was vielleicht aus dieser Diskussion nicht gekommen ist, ist, der 9. September hat uns auch gezeigt, dass wir doch verwundbar sind und dass die Angriffsmethoden, sagen wir so, von Gruppen oder von anderen auch vorhanden sind. Es müssen nicht Flugzeuge sein. Man kann an ganz andere Möglichkeiten denken. Und wenn man an diesen Tag denkt, ich fand immer diese Begriff von der Economist-Bemerkung sehr treffend. Sie haben gesagt damals, es war nicht nur ein Angriff auf die Freiheit, das war ein Angriff durch die Freiheit. Weil die Terroristen die Netzwerke der Freiheit benutzt haben,
die Instrumente der Freiheit, die Institutionen der freien Gesellschaft benutzt, um sie anzugreifen. Und ich glaube, hier ist wieder, wo ich ein bisschen auseinanderdriften sehe, Europa und den USA, weil ich glaube, wir sind immer noch sehr gedacht über diese Gefahr. Und ich glaube, wenn ich das sagen kann, ich glaube, ich sehe viel weniger davon in Europa. Und das ist, was ich meinte am Anfang. Wir fühlen das noch in den USA, auch, trotz allen anderen Unterschiede, und bereiten uns mental auch vor, falls es wiederkommt. Und deswegen diese Idee, Sie haben fast gesagt, eine isolierte Tragödie. Sie haben es nicht gesagt, aber ich habe es so verstanden. Ich weiß nicht. Wir haben schon, es gibt viele Beweise, andere Versuche, auch so katastrophal, nicht nur in den USA, aber auch hier. Gott sei Dank sind nicht geschehen. Aber ich glaube, für unsere Politik, die Frage muss sein, müssen wir an diese andere Dimension der Sicherheit nicht eigentlich denken und nicht nur denken, aber auch handeln. So, alles, was diese freie Gesellschaft unterstützt, ja, Güterverkehr, unser Internet, Ströme, Menschen, offene Gesellschaften, wir sind abhängig von Netzwerken, die das tragen. Und diese Netzwerke sind sehr verwundbar. Und keine ist national zu verstehen. Wir sind miteinander so verflochten, dass was wir heute schützen, ist diese Verflochtenheit eigentlich. Das ist die Sicherheitsagenda, die wir haben. Ist die Verflochtenheit der freien Welt zu sichern, damit es frei bleibt. Und ich sehe wenig, wenn ich sagen kann, dass wir, gerade wir, gemeinsam transatlantisch, so miteinander handeln. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die wir ein bisschen mehr bedenken müssen und agieren müssen. Ja? Ich habe so schon vorgeschlagen, zum Beispiel, eine neue Sache. Ich weiß, es ist vielleicht zu think-tankisch, ja, zu wonky, nicht so für die aktuelle Politik. Aber denken wir, unser eigener Article 5 von der NATO ist die einzige Klausel, wo wir sagen, wir haben irgendein Commitment zueinander. Ja? Und wir definieren das mit dem Begriff Armed Attack, so heißt es, ja. Ein bewaffneter Angriff. Nur ein bewaffneter Angriff löst dann diese Klausel aus. Aber in dieser Welt von der neuen vernetzten Sicherheit und so, ist das möglicherweise ein bewaffneter Angriff, wenn etwas verwundbar ist? Ich glaube, vielleicht nicht. Und wir haben mit der EU überhaupt keine Verbindung. Ja? So, warum? Nein, wir haben keine rechtliche Verbindung mit der EU, dass wir einander zueinander helfen. Wir handeln die ganzen Verhandlungen, die Passagier-Daten, du missverstehst. Ich meine ein ganz Grundverhältnis zueinander, wo wir sagen, wenn ein katastrophales Ereignis passiert, Hilfsverpflichtung, entweder von Menschenhand oder von der Natur, dass wir einander zu Schutz kommen, dass wir einander helfen. Wir würden es wahrscheinlich machen, aber wir organisieren uns nicht dafür und denken auch nicht daran, dass es vielleicht so kommt. Aber warum nicht? Warum nicht eine transatlantische Solidaritätsverpflichtung, wie die Europäer miteinander jetzt gemacht haben? Warum nicht mit den USA und gegenseitig? Ich glaube, wir würden es tun, aber die politische Lage ist nicht so weit, glaube ich. Aber es würde dann die Bürokratien vielleicht ein bisschen in Bewegung setzen, dass sie versuchen, das dann zu organisieren. Was bedeutet das eigentlich? Ich möchte das Thema nur hier in die Diskussion bringen, weil ich glaube, wir haben Sachen, die wir zu machen haben. Es geht nicht nur um Afghanistan und Länder sehr weit von uns. 9/11 war zu Hause. Und wir müssen auch an die Möglichkeiten und Sicherheitsprobleme auch möglicherweise auch hier, wenn ich denke zu Hause in diesem nordatlantischen Raum, denken. Gut, Herr Ischinger, ich würde Sie bitten, Ihre Bemerkung für die Schlussrunde aufzusparen, weil ich gerne jetzt noch eine kurze Runde mit dem
Plenum einlegen würde. Man kann nicht mit 300 Personen eine wirklich demokratische Debatte führen, aber für ein paar kurze Fragen oder Statements wird es reichen. Thomas. Ja, es gibt ein Mikrofon, das kommt von hinten. Nein, das kommt zu Ihnen. Nein, wir brauchen das für die Übersetzung. Sie können hier sich eins leihen. Mein Name ist Sita Maas. Ich bin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International Security Affairs. Ich möchte zu der Ausgangsfrage von Ralf Füchs zurückkommen. Was haben wir jeweils jeder am 11. September 2001 gedacht? Damals waren wir alle New Yorker und da stimme ich Herrn de Mistura zu. Auch ich war New Yorker und ich war genauso unter Schock. Aber ich bin keine Transatlantikerin. Ich bin Regionalistin und meine Perspektive ist anders. Und ich sehe, niemand war ein Kabuli, niemand war ein Herati, niemand war ein Kundusi. Und die Afghanen waren genauso Opfer und waren auch Opfer durch die Entwicklung der letzten 10 Jahre. Stichwort arabischer Frühling, Zivilgesellschaft in Nordafrika. Mit Recht haben wir sie als einen Hoffnungsträger hier dargestellt. Mit Recht sehen wir sie als die treibende Kraft für gesellschaftliche Veränderungen, für Liberalisierung und für Reformen. Vor diesem Hintergrund, welche Rolle hat die Zivilgesellschaft auf der ersten Petersberg I-Konferenz in 2001 gespielt? War sie oben auf dem Petersberg bei der politischen Konferenz? Nein. Sie war unten, Bad Honnef, ich war mit einer der Koordinatorinnen. Aber sie hat faktisch keine Rolle gespielt. Jetzt deshalb nicht zu meine, viele, nein, viele nein, Gesichtspunkte, nein, ich komme sind jetzt schon zu meinen Fragen. Im Finale. Meine Frage, welche Rolle wird die afghanische Zivilgesellschaft auf der großen internationalen Afghanistan-Konferenz am 5. Dezember diesen Jahres in Bonn spielen? Oder wird sie keine Rolle spielen? So, noch 2 Punkte, dann bin ich zu Ende. Präsident Karzai wird diese internationale Afghanistan-Konferenz hier in Bonn leiten. Worin unterscheidet sich Präsident Karzai, der Karzai-Clan und die von ihm kooptierten Regionalfürsten, das heißt die neue oder alte afghanische Machtoligarchie, von den gestürzten Machthabern in Nordafghanistan? Sind wir heute in Afghanistan dort, wo die internationale Gemeinschaft vor 30 Jahren in Nordafrika war? And my final remark to the UN Special Representative, you rightly emphasized how important principles are. The presidential election in Afghanistan in 2009 was systematically rigged. The parliamentary elections in 2010, when you were already in office, were also systematically rigged. Were these matter of principles? Thank you. Vielen Dank. Wir sammeln. Und ich würde Sie dann bitten, jeweils die Fragen zu beantworten, von denen Sie sich besonders herausgefordert fühlen. Die nächste Wortmeldung war hier, genau. Ja, ich wollte eine Anmerkung machen zu der Diskussion und meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, wie schnell der Fokus nach 10 Jahren 9/11 auf Israel kommt. Also es wird ein Brocken hingeworfen von der UN und es wird sofort aufgegriffen, Israel und das in so einer Diskussion als Hauptpunkt zu bringen, mit einer Vehemenz und einer Besessenheit, das verwundert mich schon sehr. Natürlich ist es in der ganzen Geschichte immer dieser Konflikt, der Nahostkonflikt, funktionalisiert worden. 10 Jahre davor, 1991 schon, als Saddam Hussein Kuwait angegriffen hat und Scud-Raketen auf Israel geschossen hat, wurde es auch funktionalisiert. Jetzt beim Nakba-Tag, beim Gründungstag Israels, Wochen vorher, werden von Syrien aus die
die Grenzverletzungen macht mit Unterstützung der Syrer, während Palästinenser wieder funktionalisiert. Und das soll nun das Ergebnis sein der klugen, also des französisch-deutschen Europäers zur Lösung dieses großen Konflikts. Also das finde ich schon sehr eigenartig. Entschuldigung. Ja? Willst du doch behaupten, ich wäre Antisemit? Das muss ich doch mitsagen. Entschuldigung. Was habe ich jetzt? Was soll denn das jetzt für ein Quatsch? Wer hat denn das gesagt? Ich sage nur, welches Gewicht das bekommt. Ja, das ist ein Konflikt natürlich. Aber wir haben ja gerade im Frühling gesehen, im arabischen Frühling, dass der Konflikt überhaupt nichts damit zu tun hat, dass die Despoten, dass die Diktatoren in den Ländern eben Israel auch immer benutzt haben. Und die Revolutionäre, die haben gesagt, we are fed up with this shit. Und wir benutzen es. Es sind weder amerikanische Fahnen noch israelische Fahnen verbrannt worden. Und jetzt aus diesem Ganzen den Result, die Conclusion zu machen, wir müssen den Fokus darauf bringen. Das finde ich sehr eigenartig. Und okay. Vielen Dank. Ich sage schon, dass ich jetzt nicht mehr alle dran nehmen kann, die sich jetzt in den letzten Minuten gemeldet haben. Sie bitte. Ach so, gut. Ich wollte einmal darauf hinweisen auf den Global Marshall Plan, der ja eine deutsche, ich glaube, es von Deutschland ausgehende Bewegung ist und der jetzt doch schon einige Fahrt aufgenommen hat und der ja sich an dem Original Marshall Plan orientiert und aber auch eben in Kooperation nicht. Okay, das meinte ich, das ist das eine, was ich meine. Ich denke, das ist eine sehr hoffnungsvolle Geschichte. Die andere Geschichte ist eben, sich auf Syrien und Libyen zu konzentrieren, die beide ja missliebig sind im Blick der Westler. Dagegen auf Bahrain und Saudi-Arabien sich nicht so zu konzentrieren, da läuft sozusagen die Unterstützung weiter. Ich meine, das ist irgendwo, denke ein bisschen blind oder ein bisschen einäugig. Also ich sehe das im Rahmen der deutschen Friedensbewegung etwas anders, als diese Meinungen, die hier vertreten worden sind. Und was jetzt gerade gesagt worden ist, der Israel-Geschichte finde ich, also den Angriff finde ich völlig daneben. Also ich bin der Meinung, dass Israel ein dramatisch wichtiger Konflikt ist, der natürlich durch Deutschland, Deutschland hat natürlich grässliche Dinge gemacht und in Deutschland hat sich sehr belastet, aber heutzutage ist das wirklich ein wesentlicher Konflikt und das Völkerrecht wird hohn gesprochen und. Also von daher, gut, okay. Und okay, das war's. Danke. Vielen Dank. Peter Schaar, hier vorne. Ja, Peter Schaar, Bundesdatenschutzbeauftragter. Ich wollte etwas sagen zu der von Herrn Hamilton ins Spiel gebrachten umfassenden Beistandsverpflichtung. Ich bin da, sage ich mal, erstmal emotional durchaus positiv gesonnen, dass man sozusagen gemeinsame Werte hat, die verteidigt und sich dann verpflichtet, sich gegenseitig zu helfen. Auf der anderen Seite hat natürlich eine solche Beistandsverpflichtung, die sich beschränkt auf diese transatlantischen Beziehungen, auch etwas Exklusives, was sozusagen dann natürlich auch eine Botschaft nach außen ist. Und da habe ich meine Probleme mit. Und da frage ich mich, ob nicht dann doch eine Konzentration auf die UNO insoweit vielleicht besser wäre als ein System bilateraler Beistandsverpflichtungen, die quasi einen Automatismus auslösen, nicht nur im Verteidigungsfalle, wenn es um militärische Angriffe geht, wenn es um Naturkatastrophen geht, wenn es um Cyberwar geht oder so etwas. Da habe ich Probleme mit. Deshalb denke ich, dass man dann eher darüber nachdenken muss, ob man nicht auf internationaler Ebene vergleichbare Systeme stärken kann, die es ja im Ansatz auch schon gibt. Dankeschön. So, jetzt hatte ich eine junge Dame. Genau, Sie waren das. Dankeschön, Carlo, Michael, Politologin. Ich habe eine Frage bezüglich Development Fund for Iraqi Reconstruction. Also since 9/11, since 10 years, there are also lots of funds going to Iraq for the reconstruction. And everyone have read in the newspaper 2009 that a lot of airplanes, there were shipped via airplane in the airlift to Iraq. And over $200 billion are missing. And on the other hand, somebody told me also that they are missing. It could be corruption. It could be something else. But at the same time, it's also, I have the feeling like America is also exporting the inflation to no matter where. In the old days, in the Reaganism, they did it in Latin America. Nowadays, they do it globally to other countries. Thank you. Vielen Dank. Junger Mann hier in der, genau, bisschen, genau, da hinten, rechts.
André Novak, ich hoffe, dass meine Frage ein bisschen einfacher ist. Also ich glaube, der arabische Frühling hat auch viel mit Informationsfreiheit zu tun und mit YouTube, Twitter, Facebook, Al Jazeera. Ja, da hat es nicht mehr viel gefehlt, um den Gedankensprung zu machen. Jetzt präsentieren wir die Webseite des Bundestages auch auf Arabisch. Meine Frage ist, in der EU haben wir den Internetauftritt auf Maltesisch, Estnisch und Slowenisch. Wann kommt Arabisch, Russisch, Türkisch, Mandarin? Dankeschön. And please, hier, dritte Reihe, genau. Salim Samai, Sie haben recht. Und Sie haben recht und ich spreche, ich bin Araber. Ich war geboren in Algerien. Mr. Hamilton is right. He's, you know, you should address, you should make a diagnosis. If you want to heal a sickness, you should make a pure and hard diagnosis. He's right. Mm-hmm. Vielen Dank. The Palestine issue is the core issue. Und letzte Wortmeldung hier. Guten Abend, Lukas Henel. Ich wollte auch zu was von Herrn Hamilton kommentieren, und zwar zu dem im Zuge des arabischen Frühlings, der neuen Debatte zu dem der Responsibility to Protect. Und ich frage mich in der Hinsicht, wo sehen Sie die Grenzen da in gerade jetzt in der Debatte um Syrien, um Bahrain und Saudi-Arabien, das ist immer wieder aufgekommen. Wer nimmt sich dem an, wenn wir das entscheiden zu tun und wenn wir entscheiden, so weit zu gehen? Wir fangen vielleicht mit Sanktionen an, aber ist man dann auch bereit, den letzten Schritt zu gehen, eine Militärintervention? Und wenn ja, wer wäre dazu bereit? Und ja, wo sind die Grenzen? Mhm. Vielen Dank. Jetzt Schlussrunde. Wir haben noch etwa eine Viertelstunde und fangen an in der entgegengesetzten Richtung mit Daniel Cohn-Bendit. Ja, also ich will mich, damit es endlich mal verstanden wird, die meine Frage nochmal klar sein. Klar, mein Gedanke kommt, und Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, in dem ägyptischen Frühling spielte Israel keine Rolle. Und mein Gedanke ist, ich will, dass es weiter so bleibt. Und damit es so weiter bleibt, müssen Fortschritt. Warum? Weil der arabische Frühling Schwierigkeiten haben wird. Die Freiheitsentwicklung geht nicht, da weiß man, das wird Rückschläge geben. Und in allen Momenten der Rückschläge wird dann wieder dieses Problem rausgeholt werden. Das ist der Gedanke, den ich dabei habe. Amin Malouf, den Sie vielleicht kennen, Libanese, hat mir folgende Geschichte erzählt. Mit der Befreiung in Ägypten haben sie zwei der Mitattentäter gegen Sadat befreit. Die haben 30 Jahre Gefängnis gehabt und dann sind sie befreit worden. Es gab eine große im Internet Debatte, wollen wir das oder nicht? Die angefangen haben, nein, wir sind dagegen. Wir wollen dass sie frei werden. Es hat so eine Auseinandersetzung gegeben, dass einer von den beiden im ägyptischen Fernsehen eingeladen wurde. Und das sind also Muslimbrüder. Attentat. Die haben das Attentat mit organisiert gegen Sadat. Und dann wurde eine der Fragen im ägyptischen Fernsehen, das ist ja ein bisschen anders jetzt, wurde der gefragt, was ist mit dem Friedensvertrag mit Israel? Und dann haben sie gesagt, kein Problem, den müssen wir einhalten. Und dann hat er gesagt, und deswegen müssen wir darauf drängen, dass es eine Lösung dort gibt. Und genau dies möchte ich, dass es aufrechterhalten wird. Und es wird aber nicht aufrechterhalten wird, wenn wir dieses Problem immer sagen, es ist wichtig, es ist ein emotionales Problem, was immer wieder instrumentalisiert werden will. Und wenn man etwas nicht mehr instrumentalisieren werden will lassen, dann muss man es lösen. Und wenn wir das machen, dann sage ich Ihnen, dann wird Israel in größerer Freiheit leben können und mit weniger Angst. Ich bin ein radikaler Pro-Israeli, der deswegen sagt, Israel ist dabei, sich selbst im Grunde genommen zu zerstören. Und das muss man verstehen. Und wenn Sie es nicht mit mir verstehen wollen, dann gehen wir mal zusammen nach Hebron.
Gehen Sie mal nach Hebron und gucken Sie sich diesen Wahnsinn an. Wenn Sie dann sehen, was da gelitten wird, wie verrückt die Situation ist, dann würden Sie mit mir, und das kann man der ganzen Welt, das kann man der ganzen arabischen Welt sein, das kann man permanent instrumentalisieren. Und ich will, dass es endlich aufhört. Vielleicht haben Sie denn deswegen meine Position nicht. Ich nehme nicht Israel so, weil ich finde, dass Israel eine wichtige Rolle mit der Türkei dort spielen muss. Und das ist nur möglich, wenn wir in der Palästinenserfrage einen Schritt vorwärts kommen. Vielleicht ist es jetzt klar. Ich kann nicht widerstehen hier das nochmal an. Ich glaube, wenigstens mein Anliegen war, es ist schwierig, auch wenn es ein Problem ist, zu sagen, 9/11, es fing an mit A war 9/11 und O ist Israel. Der Eindruck kam. Deswegen gibt es diese Reaktion. Der Eindruck kam. 10 Jahre danach. Ich sage nur. Wir sind 10 Jahre danach. Wie du das geschildert hast, kam dieser Eindruck. Und das möchte ich nur sagen. Ich finde es auch ein Problem. Es muss gelöst werden, ja. Aber es ist nicht nur das Problem. Es ist nicht nur das Ergebnis oder das Problem aus dem 9.11. Es sind andere und andere Möglichkeiten in diesem Zusammenhang, das habe ich schon erwähnt. Hier war die Frage wegen dieser internationalen Beistandsverpflichtung. Theoretisch, hört sich gut an. Alle verpflichten sich, einander zu helfen. Ich meine, wenn das möglich wäre in der Welt, bin ich auch dafür. Ja? Es steht sogar wahrscheinlich im UNO. Aber die Frage ist, die Möglichkeit, dass wir plötzlich jetzt, dass alle Nationen plötzlich diese Agenda zu sich bringen und sich einigen, was das bedeutet, ist, würde ich sagen, etwas gering. Und es ist kein Entweder-Oder. Wir können darauf arbeiten, aber was hindert uns daran, mit den gleichgesinnten Partnern anzufangen? Warum kann man nicht anfangen und sagen, wir machen das und wenn andere sich dazu kommen wollen, bitte sehr. Aber wenn wir mit den Gleichgesinnten nicht vorankommen, wie können wir mit anderen vorankommen, die wahrscheinlich eher nicht so sind? Ja? Es ist eine man sagt es einfach und blockiert dann alles, weil man kann nicht vorwärts kommen. Und wenn Sie meinen, wir haben dann transatlantisch nichts miteinander mehr zu sagen, dann frage ich mich, ob Sie auch einverstanden sind, dass wir ein besonderes Verhältnis durch die NATO haben, durch diesen Klausel, weil das ist auch nur transatlantisch. Wollen Sie das aufheben in der Hoffnung, dass wir global sowas haben? Man kann nicht so agieren, weil man nur international alles multilateral setzen muss. Ich finde das eine interessante theoretische Frage, aber ich frage mich. Aber vielleicht gibt es eine solche Debatte in Deutschland, dass man diese Beistandsverpflichtung nicht mehr braucht und nicht mehr will. Und ob dieses Bündnis wirklich hier mehr Bestand hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Logik kommt aus dieser Argumentation. Die andere Frage war Syrien, natürlich sehr schwierig. Ich habe die Fragen auch gestellt, ich habe nicht die Antworten gestellt, weil es schwierig ist. Ja? Und ich habe auch nicht gesagt, dass die USA hier eingreifen werden. Bestimmt nicht. Das ist, warum es so schwierig ist. Man kann versuchen, mit den Sanktionen mit alles zu machen, aber wir hatten schon lange Sanktionen gegen Syrien. Wir haben eigentlich als Land in den USA viel weniger Einfluss auf Syrien, weil in der Vergangenheit wir praktisch keine Beziehungen hatten, aus anderen. So, die Frage ist, wie können wir? Ich fand die Idee, diese Bemerkung, warum haben wir Assad ausgelassen, eine berechtigte. So, es sind, ich glaube, Sachen, die wir machen müssen, ist es sehr schwierig. Ich sehe nicht, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, wo die internationale Gemeinschaft plötzlich sagt, hier müssen wir eingreifen. Ich sehe das im Moment nicht. Aber ich könnte eher sehen, dass es in einen Bürgerkrieg hineinfällt. Und dann ist es sehr schwierig. Stehen wir wieder vor einer Benghazi-Situation? Und was machen wir dann? Ich meine, ich habe nicht die Antworten. Aber ich sehe, dass diese Möglichkeiten vielleicht auf uns zukommen. Und das ist schwierig, glaube ich. Ich würde gerne 2 Punkte machen zu dem Thema Beistandsverpflichtung. Also
Es ist ja attraktiv und verlockend, darüber nachzudenken, wie man Hilfs- oder Beistandsverpflichtungen noch umfassender formulieren könnte und wie das funktionieren könnte. Ich rate da hierzu einer gewissen Bescheidenheit. Ich glaube, die unmittelbare Aufgabe für uns Europäer und auch für uns Transatlantiker ist, dass wir die bestehenden Beistandsverpflichtungen, die vertraglich existieren und unter Europäern, soweit der Vertrag von Lissabon das hergibt, aber natürlich auch der NATO-Vertrag, dass wir die zunächst mal ernst nehmen und dafür sorgen, dass sie wirksam sind. Es wird bei uns ja vergessen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich selbst wahrscheinlich, wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten würde, dass wir uns gegen irgendjemanden, der es ernst meint, verteidigen müssten, nicht im 21. Sinne des 21. Jahrhunderts richtig verteidigen könnten. Wir sind ein nicht nukleares Land. Wir haben auf vieles verzichtet. Wir brauchen eine Abstützung. Und das ist eine wichtige Verpflichtung, die jeder, der Verantwortung für dieses Land hat, auch ernst nehmen muss. Zweiter Punkt zu dieser Responsibility to Protect. Also einer der dümmsten Sätze, den ich in dieser Debatte hier in Berlin gehört habe, ich sage jetzt nicht von wem, ich weiß genau, wer es war, war, ja, wir können ja natürlich nicht überall, wo es brennt, eingreifen, ergo machen wir es lieber gar nirgends. Das ist aus meiner Sicht politisch dumm, moralisch und historisch abwegig, gerade aus deutscher Sicht. Also das kann es nicht sein. Wenn es aber natürlich auch richtig ist, dass wir nicht überall die Probleme der Welt lösen können, dann stellt sich schon die Frage, was könnten denn Kriterien sein, an denen man sich zumindest orientieren kann. Und in der Kürze der Minute, die ich mir dazu jetzt geben möchte, würde ich gerne folgenden Vorschlag machen. Also eigentlich kann man relativ einfache 4 Kriterien formulieren, die zumindest eine Orientierung bieten, gerade auch für den Fall Libyen, Syrien und den Vergleich zwischen beiden. Erstes Kriterium: liegt eine Ermächtigung, ein Mandat vor, im Zweifel durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. War im Fall Libyen klar der Fall. Zweites Kriterium: wäre ein entsprechendes Eingreifen erwünscht von der Region. Das war erstaunlicherweise im Falle Libyen durch den Wunsch der Arabischen Liga vorhanden. Ein sensationelles Ereignis. Drittens, und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, erlauben unsere Mittel, die Mittel, die wir glauben zur Verfügung zu haben, erlauben die, das angestrebte Ziel mit einer an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erreichen? Oder laufen wir Gefahr, eine Bauchlandung zu produzieren? Wer mit dem Ziel der Responsibility to Protect nur Chaos produziert, weil er auf halber Strecke sozusagen stecken bleibt, der sollte es möglicherweise lieber bleiben lassen. Also es muss schon so sein, dass die Ziele und die Mittel in einem gewissen Verhältnis zueinander sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Erreichung des Ziels, eine bedrohte Bevölkerung tatsächlich schützen zu können vor dem eigenen Diktator oder vor wem auch immer, diese Wahrscheinlichkeit muss hoch sein. Und mein letztes, viertes Kriterium wäre, da es ja schlussendlich nicht um irgendwelche Wohltaten geht, sondern es geht dann schlussendlich auch um den Einsatz von Soldaten mit den entsprechenden Gefahren für Leib und Leben, dann muss es schon so sein, dass die Entscheidung im Einzelfall, ob man sich hier hineinbegibt in das Getümmel oder nicht, die muss auch aus nationalen oder ich würde lieber sagen europäischer Interessenlage heraus begründet werden können. Und jetzt würde ich sagen, im Falle Libyen waren diese Voraussetzungen im Wesentlichen da. Im Falle Syrien, glaube ich, fehlt es sowohl an den Mitteln, um das Ziel zu erreichen. Wir würden ja riskieren, hier in einen gewaltigen Krieg gegen ein hochgerüstetes Land gezogen zu werden. Und ich bin auch nicht sicher, ob man schlüssig behaupten kann, dass das nicht nur moralischen hehren Zielen, sondern auch unserer
tatsächlichen realpolitischen Interessenlage im Falle Syrien entsprechen würde. Mal von dem nicht vorhandenen UNO-Mandat und so weiter ganz abgesehen. Also ich glaube, wenn man solche oder ähnliche Kriterien formuliert, dann hat man eine gewisse Basis für eine Debatte. Jedenfalls, um es nochmal zu sagen, der Satz, da wir nicht überall eingreifen können, greifen wir lieber erst gar nicht irgendwo ein, der kann nicht stehen bleiben. Das halte ich für vollkommen abwegig und da wäre ich wirklich dankbar, wenn wir uns von solchen Vorstellungen endgültig verabschieden können. Denn damit begibt sich Deutschland auch außerhalb des Mainstreams. Vielen Dank. Stefano Mistura, please. Several points, because they were raised. I will start with the last one, because I think it's a very crucial one. I have the privilege to have led three UN missions on what we used to call droit d'ingérence, and now is the responsibility to protect. One was in Dubrovnik, the siege of Dubrovnik, the other one was Mogadishu, Somalia, and then was northern Iraq, the Kurdish. In all cases, it was acrobatics. It was because it was not through normal means, because countries produce a resistance, national countries, to this type of, it could be me next year, could be you. I don't like it. And therefore, each of those cases were either failed countries. There was northern Iraq just after Gulf War I, was Somalia, no government at all, and there were two warlords fighting each other, and we entered. Or in Dubrovnik, I personally used the technique of humanitarian assistance, children, UNICEF. Children in Dubrovnik, and through that entering and then making it an issue of protecting the city. Now, things have changed. We have moved far. We have now reached a point, and I think Timor was the beginning of it. That was the first time in recent history where il n'y avait pas de raison de pétrole. There was no reason of financial, it was not strategically important, it was not Cold War, it was just human rights outrage. And it was the first time that there was an intervention produced by human rights, by outrage, by resistance. In Rwanda, we missed it, as you know, and we will always regret it when you think about it. Now, in this case, we have an environment which is variable. Why I'm saying that? Variable because look at what happened in this fantastic historic moment of the Arab Spring, which caught everybody by surprise. Bin Laden, but also all of us. Everybody was caught by surprise, which shows how genuine it was. And luckily caught by surprise also some of the dictators. Egypt decided, Mubarak, let them be warm and cold. Let them be under the rain. Let them get tired. Let them get exhausted. Let's be friendly and then once or twice be something horrible, you remember. But basically, let them get tired. It didn't work. In fact, he moved forward and became what it was. Tunisia, same story. He didn't want to appear to actually do something which would be politically incorrect in the current environment. And he had to leave. So the next ones... Just we have to say something on the... It was because the influence of the United States, of the Egyptian army and Tunisian army. They didn't have the same influence on Libya. They didn't have the same influence on Syria. So there, for once, we have also to give credit to the American, because they did... You know, the general in Tunisia was in permanent contact with the Pentagon during all what happened. And we so forget Egypt. This. And, no, and correct. So in Egypt. So incorrect. I agree. And history will pay credit to that, I must say. Give to Caesar what is deserved. And it's true. It's true. And now, meanwhile, the others looked at it and said, this doesn't work. To be a nice guy and just wait for them to be under the rain. And plus, probably the influence of the U.S.
the military assistance was not as relevant as that, they decided, like Gaddafi, to say, no, we will use the old knife method. You know, you just kill everybody. Or, like it was done in Syria some years ago by the father. I mean, one whole city. So I'm afraid, and in Yemen, he was tilting between the two options. He was watching, and then when he saw that the option one didn't work out very well, then he decided to play the hardline one. At worst, will be still in power. What I'm saying is, if those guys are applying a variable approach, we in the international community need to be equally creative and not have one size fit all. And that's what is happening at the moment. In Libya, the intervention was thanks to the fact that the Arab League agreed, and thanks to the fact that Mr. Gaddafi made the ultimate mistake in announcing publicly, I will kill everybody in Benghazi. Now, the others are being a bit quicker and faster, like we did in the Balkans. We had to adjust. When tyrants become creative, the international community needs to be equally creative. So that's what I'm trying to say. We need to be a little bit fluid in the way we respond. It cannot only be bombing. It can be something different. End of my comments on that. Except for one, we should not abandon them. Whatever is our creativity, it needs to be a proactive creativity, because one day, like I still, and I was not involved in the decision, and in spite of that, like every one of you of our generation, we should be feeling guilty for what happened in Vukovar, in Dubrovnik, no, but certainly in Rwanda. So we cannot allow that to happen again. Now, regarding the question regarding Afghanistan and the Bonn Conference. Okay, first of all, Bonn Conference is called, please mark this word because we have to be very careful, Afghanistan Conference in Bonn 2011. Why? Because Bonn 1, and therefore there is no Bonn 2, the Afghans don't like hearing it, was the cause of a lot of the problems we have been going through afterwards. For instance, the losers, which is a principle of every conference, were not included. And the Pashtuns were not really properly represented, and guess what? The Talibans and the Pashtuns feel disenfranchised, largely by that. So this conference needs to be inclusive. If that conference becomes inclusive, we will have a step forward, regardless of whether by that time we are in an advanced or non-advanced stage of the so-called diplomatic politic surge, which needs to take place, according to everyone. Both the Taliban and NATO feel the same by now. There is no military solution there. Next point on that, will the civil society be included? Madame was raising it very rightly. It needs to be included because Afghanistan cannot only be represented by one man, President Karzai, or by his government. It needs to be represented by all Afghans, and the Afghan civil society needs to be there. We had to fight and to argue a lot in order to have in the Kabul conference last year two Afghan women to represent the civil society. And they did it, and they were seated together with foreign ministers, including your own foreign minister. They were all on the same table. This time, I hope, and Germany can say a lot because it's true, it's an Afghan conference, but it doesn't happen in Kathmandu, it happens in Bonn. Okay. So Germany has a saying about whether or not who should be attending the conference. So I hope Germany, supported by all of us, will make a strong point that the civil society must be present and representing one part of Afghanistan which we don't hear the voice of. Elections. You're right. Elections didn't go well. Once, twice. But let's see the difference between the first one and the second one. The second one in 2010 was a election, well, actually, this year's election, yeah, they took place in a different environment, in my modest opinion. First of all, two electoral commissions, selected by the president, by the way, did their job and stuck to their job. 2.3 million people were excluded, not by the UN, not by the Americans or the NATO, but by two Afghan commissions. And these two Afghan commissions have been courageous enough to stay in spite of the pressure.
And in spite of terrible pressure, some of them been almost arrested, some of them been arrested, some of them lost their jobs, they are still there. And guess what? A parliament came out. Not perfect. We should never ever have elections in Afghanistan. It's the wrongest place in the world, the wrongest time in the world to have an election, frankly. In the middle of a war, in the middle of a surge. Are you joking? Well, they wanted to have it, the president in particular. Here we have at least imperfect elections with a parliament which was open on the 26th of January. Conclusion, I agree. We are not looking for Afghanistan to be Switzerland. But at the same time, while we are trying to push for having something better, these elections were better. The proof is warlords were very unhappy. And that's a good sign. Why Switzerland? Why Switzerland? Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Auftaktdiskussion. Das war wie immer am Anfang einer solchen Konferenz ein riesen Themenbogen, den wir jetzt aufgespannt haben. Und es wird morgen Gelegenheit geben, das etwas klein zu arbeiten mit mehr spezifischen Plenardiskussionen und vor allem in den Workshops und Foren, die auch für Sie die Möglichkeit geben, sich stärker zu beteiligen. Ich fand es extrem interessant und entnehme Ihre Ausdauer, dass es für Sie zumindest nicht langweilig gewesen ist. Und das Ermutigende für mich in dieser Runde war, dass doch sich eine andere Stimmung, eine andere Erwartung und ein anderer Ton jetzt bemerkbar macht, wenn man das vergleicht gegenüber vor 10 Jahren, wo es dieses Element von Furcht gab, das sehr stark im Vordergrund stand, auch von Panik und der Erwartung, dass man jetzt in einen lang andauernden Konflikt mit dem radikalen Islamismus eintreten würde. Es gab damals ja auch die Rede von einem neuen Dritten Weltkrieg, der begonnen hätte, eine fundamentale Auseinandersetzung mit dem islamischen Totalitarismus. Und jetzt doch wieder ein Element von Hoffnung zurückgekehrt ist und die Idee eines Brückenschlags auf der Basis von Demokratie und Freiheit und Selbstbestimmung und der Perspektive einer ökonomischen und sozialen Entwicklung, die andere Optionen eröffnet als die einer extremistischen Radikalisierung. Und ich glaube, da ist im Moment unsere historische Verantwortung, wenn man über die Lektion von 9/11 redet, dass wir diesen Aufbruch in der arabischen Welt mit allen Kräften unterstützen, die uns zur Verfügung stehen und versuchen, ihm zum Erfolg zu verhelfen über alle Hindernisse und Widerstände hinweg. Dafür wird man auch einen langen Atem und strategische Geduld brauchen, aber vor allem einen strategischen Willen, der diese historische Gelegenheit auch ergreift. Und ich hoffe, dass die Europäische Union sich dazu aufraffen kann. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es gibt jetzt noch die Gelegenheit, Gespräche weiterzuführen bei Brezeln und Wein. Und ich hoffe, wir sehen uns alle morgen früh wieder. Applaus